Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich habe schon mal ein bisschen weiter. Also, wir machen heute mal da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich werde euch auch gleich zeigen, was ich damit meine. Und zwar muss ich erstmal was essen. Ihr hört es, mein Magen knurrt. Das ist nicht mein Magen, sondern der von meinem Avatar hier. So, wir brutzeln hier erstmal das Fleisch in aller Ruhe, weil ihr seht ja auch oben. Gut, ihr seht es nicht oben. Also, ich habe mittlerweile zwei Dorfbewohner oder Dorfbewohnerinnen. Die haben Durst. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das hinbekomme, dass meine Bewohner ja Wasser aus dem Brunnen holen. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile einen Brunnen und ja, da habe ich noch nicht herausgefunden, wie das so funktioniert. So. Also, meine Bewohner haben Hunger, die brauchen Feuerholz und haben Durst. So. Einen Tipp habe ich bekommen und zwar so ein Nahrungslager. Wenn man das, ich muss mal was essen hier, das Geknurre macht den ja wahnsinnig. Wenn man so ein Nahrungslager hat und dann einfach ja, so Wassereimer reinstellt, dann holen die sich das, wenn die das brauchen. Und darum habe ich mir gedacht, gut, solange du das noch nicht rausgekriegt hast, mit dem Brunnen, wie das funktioniert. Solange ja, sorge ich mir eben ein Nahrungslager. So, ich muss das erstmal los. Ich muss das erstmal Holz schlagen. Ich habe mittlerweile eine Bronze-Axt gefunden, ne, muss ich dazu sagen. Und ich habe hier ein Feld gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich brauchte ja ein paar Punkte, um den Brunnen zu bauen. Ich muss mich selbst erstmal ein bisschen sortieren, um den Brunnen zu bauen. Und daher, ja, habe ich halt Felder gemacht. Beziehungsweise, ja, so drei, vier Felder habe ich gemacht. Und einfach, damit ich den Brunnen bauen kann. Ne? So, ich mache jetzt erstmal Feuerholz, weil beide brauchen Feuerholz. Ich habe noch 10 Stämme hier zu liegen gehabt. Die brauchte ich jetzt nicht. Da versorge ich meine Bewohner erstmal ordentlich mit Holz, damit sie erstmal nicht so viel rumheulen. Wir brauchen Holz. Und dann kümmere ich mich um die Nahrung, was ja auch relativ schnell geht. Und dann werden wir mal sehen. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Gebäude. Ich habe bis jetzt, ja, meine Gebäude sind jetzt auf 5. Also ich kann 5 Gebäude in meinem Dorf hier aufbauen. Was mir aber allerdings noch ein bisschen zu wenig ist. Und ich habe gelesen, dass. Wieso bewegt er sich nicht? Ach, der ist ja komplett voll hier. Und ich habe gelesen, dass. Nee, war doch richtig. Gelesen, dass, ja, wenn man jetzt so eine Aufträge erfüllt, dass man dann, dass die Gebäudeanzahl dann steigt. Und darauf habe ich es ja abgesehen. So Brennholz. Legen wir mal die Hälfte weg. Oder ein bisschen mehr als die Hälfte. So hier. Okay, doch. Ja, die Hälfte. So, jetzt kann ich mich hoffentlich ein bisschen bewegen. Genau, jetzt funktioniert es auch. So, also ihr seht, hier habe ich einen Brunnen. Allerdings weiß ich nicht, warum die da kein Wasser holen. Ich habe hier die Dame, die da am Brunnen steht, bereits beauftragt, am Brunnen zu arbeiten. Also die hat Brunnendienst. Aber irgendwie klappt das noch nicht. Auch Eimer habe ich schon versucht, dahin zu stellen und den Eimer ins Fass zu deponieren, sage ich mal. Aber auch das klappt nicht. Muss ich mal gucken. Also ich habe auch noch keinen gefunden, der mir irgendwie helfen kann. Der gesagt hat, du, pass mal auf, dann musst dies und jenes tun. Muss ich irgendwie klarkommen. So, auf jeden Fall verteile ich erstmal das Holz hier auf die Häuser. Ich denke mal, wenn ich hier so ein Materiallager habe, dann holen die sich das auch von alleine. Wo habe ich das denn jetzt? Holz, 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 Holz.
Bin ich blöd? Ich guck mal hier. So, Brennholz hier. Das machen wir direkt hier hin. So. Damit sind sie erstmal voll mit Brennholz. Und wir machen erstmal weiter mit dem Fleisch, weil davon haben wir noch sehr, sehr viel. Auch davon brauchen die ja eine ganze Menge. Ah, ja, das ist jetzt die Zeit, wo ich jetzt Zeit hätte für euch. Wenn denn im Chat irgendjemand wäre, aber irgendwie gehört keiner in den Chat. Keine Ahnung warum. Dann warten wir halt noch ein Stückchen, ne? Also bei mir auf den Ohren ist die Musik ganz schön laut. Bei euch wahrscheinlich nicht so. Kann auch sein, dass ich heute noch einen Anruf bekomme. Aber wir wollen es mal nicht hoffen. Mein Handy ist auf jeden Fall startklar. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? 14 von 8, 15 von 38. Fleisch. Na gut, nun braten wir halt noch ein bisschen, ne? Das soll ja auch eine Weile halten. 18 mal Fleisch. Ja, gut. 19 mal Fleisch. Jetzt habe ich schon mal für jeden Bewohner 10 Stück. Ich bin nämlich vorhin jagen gewesen. Ich habe nämlich noch ein paar Punkte dafür eingesetzt, mir einen Bogen zu besorgen. Und in der Jagdhütte habe ich noch mal 10 Pfeile gefunden. Übrigens, Freunde, ein kleiner Tipp noch, wenn ihr hier oft in der Welt unterwegs seid und ihr seht so umgekippte Wagen, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Da findet ihr auf jeden Fall immer irgendetwas. Meistens Pelz. Wir haben mittlerweile ja auch Winter, das seht ihr ja. Und ich habe noch nicht einmal gefroren, wahrscheinlich weil ich so ein Pelzding anhabe. Und ihr seht so eine kleine Liste von Dingen, die ich noch erledigen muss, aber das mache ich nicht, weil ich weiß nicht wie. Ich soll 20 mal rote Beete, 20 mal Zwiebeln, 20 mal Kohl und 20 mal Karotten besorgen. Wenn ich das alles kaufen würde, da würde ich mich ja dumm und dämlich kaufen. So viel Geld habe ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt gleich das Fleisch durch. Genau. So. So, wo befinde ich mich hier gerade? Ach, ich bin bereits in einem Wohnhaus. Okay. Also, verteilen wir mal das Fleisch. 39 können wir 15, nee, 20, machen wir 20. 20 mal da rein. Mal gucken. Genau. So, dann hat die Dame hier auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile was zu essen. Wir wollen ja auch nicht, dass sie dick werden. So, junge Dame. Hier kommt ihr gebratenes Fleisch. 20 mal sollte erstmal eine Weile ausreichen. Beziehungsweise 19 Mal. So, und hier ist der Brunnen, von dem ich ja schon erzählt habe. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, dass ich hier so eine Art Nahrungslager bauen soll. Aber so ein Nahrungslager kann ich ja jetzt nicht bauen, weil ich habe ja bereits das Baulimit erreicht. Von 5 Gebäuden, ne? Sehen wir ja auch hier. Gebäudelimit 5 von 5. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass man hier durch Aufträge, die man erledigt, das Gebäudelimit hochschrauben kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber wir werden es mal versuchen. Ich habe ja schon einige Aufträge erledigt. So, wir gucken mal auf die Karte. Da ist momentan jemand, der Hilfe braucht. Also werden wir da mal hinstiefeln. Da bin ich ja vorhin schon mal gewesen. Aber die haben noch gerade geschlafen. Das heißt, wenn da jemand schläft, dann wollen die auch nichts mit einem zu tun haben. Ich trinke erstmal ein Schlückchen. Nicht, dass ich hier verdurste. Mit Hunger, wenn der Magen komplett leer ist, kommt man eine ganze Weile aus. Ne, das geht ja dann an die Gesundheit. Und bis die komplett weg ist, das dauert eine ganze Weile. So, wir gucken mal. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg dorthin machen. Ich muss auch mal mein Mikro ein bisschen anders positionieren. So, jetzt haben wir es. So, ich bin bereit. Auf jeden Fall habe ich auch in so einem Wagen 250 Münzen gefunden.
Also ihr seht, das lohnt schon, ne? Also nicht nur die Bronze-Axt habe ich gefunden, sondern auch noch 250 Münzen. Und dann findet man sowas wie Bretter, findet man dort drinne. Samen habe ich gefunden. Also solche Wagen, so eine umgekippten Wagen oder kaputten Wagen, die da überall rumliegen, das lohnt sich schon, da mal zu gucken, was, ob da noch was drin ist und falls ja, was es ist. Mit der Bronze-Axt kann man auch wunderbar Tiere töten, die einen anfallen. Also das hat wunderbar geklappt. Mich hat vorhin ein Fuchs angefallen. Und Fuchs? Nee, ein Luchs. Nicht Fuchs, Luchs. Ein Luchs angefallen. Und es hat wunderbar geklappt. Einfach mit der Bronze-Axt einmal über den Schädel, dann war er tot. Also die Bronze-Axt, die hat schon ordentlich Wucht dahinter. Und ihr macht damit an den Bäumen auch nicht nur 20 Schaden, sondern 30. Also direkt mal 10 mehr. Oh, da, was sind das? Wildschweine? Wildschweine. Kann ich gleich mal meine Bogen. Kunst zeigen, weil ich habe vorhin schön mit dem Bogen geübt. Und gleich mal häuten. Häuten war heute, häuten war morgen. Sieht schon plüschig aus, ne? Was? Bam, Alter, Headshot. Headshot ins Knie. Also ihr seht zum Bogen, der lohnt sich schon, ne? Also da kann man sich aus der Ferne verteidigen. Beziehungsweise sein Essen schießen. Wie das da hinten bei den Bisons ist, weiß ich nicht. Ist ja gut, Schweinchen, von dir will ich gerade gar nichts. Willst du auch nichts von mir? Gut. Wie das bei den Bisons ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die brauchen ein paar Pfeile mehr. Kann ich mir zumindest relativ gut vorstellen. Ich halte erstmal Abstand. Erstmal ganz vorsichtig an denen vorbei. Da ist ein Bunny, aber auf das bin ich jetzt nicht scharf. Weil wir haben ja Fleisch, das reicht ja erstmal. Und auch meine Dorfbewohnerinnen haben genug Fleisch eigentlich, um erstmal damit auszukommen. Was haben wir da? Ein Elch? Hier sind nämlich auch Elche. Ah, hier ist eine Kiste mit Schaufel schon wieder. Guck mal hier, eine Holzschaufel. 81% hat die noch. Und wir gucken mal in die Truhe. Hier schon wieder 200 Münzen. Die sammle ich auch gerne ein. Jetzt habe ich nämlich 650. Und Trank des schnellen Heilens. Na, den kann ich vielleicht auch noch gut gebrauchen. Also ihr seht, nicht nur bei den umgekippten Wagen, sondern auch bei den ausgegrabenen Kisten findet ihr etwas. Vor allem auch diese Schaufeln. Die braucht man ja, um Baumstämme auszubuddeln. So, dann gehen wir mal hier in das fremde Dorf rein und mal gucken, wie das hier mit der Hilfe aussieht. Die dürften ja mittlerweile alle wach sein. Und ich könnte auch schon Fleisch verkaufen eigentlich. Was hast du denn hier Feines? Ein kleiner Weidenkorb. Aha. Steinmesser. Na gut. Also ich habe hier, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich klaue auch. Ja? Also wenn die alle. Ja, komm, Baby, zeig mir deine Waren. Wenn die alle schlafen, dann ist das ein leichtes, da einfach mal was zu klauen. So, Trank des Heilens. Für 25 Münzen ist ein bisschen wenig. Das Leder kann ich hier verkaufen. Okay, das ist das geklaute Leder. Das wollen die nicht haben. Aber das, was ich bereits von den Tieren habe, für 48 Münzen. Ich finde, das lohnt sich schon. So, den Pelz. Für 27 Münzen nochmal rausgeballert. Damit ich hier überhaupt Platz habe. Weil ich habe so viel Werkzeug hier. Ich habe hier mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Schaufeln. Und ja. Das läppert sich mit der Zeit, ne? So, Holzspeer lasse ich mal in der Hand. Axt, Eimer brauche ich auch. Holzhammer habe ich zwei Stück. Den kann ich verkaufen. So, Steinbeil habe ich auch. Jede Menge. Vom Händler, wenn du gestohlen gehst, nicht annehmen, okay. Na gut, dann halt nicht. Ist ja auch nicht, ne? Also ich will die Leute ja auch nicht zwingen, mir die Sachen hier abzukaufen.
Aber das Fleisch können wir verkaufen. Dieser Händler, wieso gestohlen? Das Fleisch sollst du annehmen, Mann, du Hampel. So, das Fleisch verkaufen wir auch. Die Federn können wir verkaufen. Ja. Na, da haben wir doch schon wieder ein bisschen was an Gewicht gut gemacht. Da kommt Dame, ich bin fertig. Dankeschön. Schönen Tag noch. Beehren Sie uns bald wieder. So. Da hinten rennt auch. Was haben wir denn hier drin? Gar nichts. Also ich beklaue die Leute hier eigentlich regelmäßig. Das war schon mein Geschäft. So, Diggerchen. Was hast du hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Mein Freund ist am Verhungern und ich habe es nicht geschafft, auch nur ein Tier zu erjagen, um es zu ernähren. Wir haben auch keine Münzen, etwas zu kaufen. Bitte etwas Fleisch. Im Gegenzug teile ich mit dir, was ich über das Leben der Wildnis gelernt habe. Ich werde mit dem Essen zurückkommen. Okay. Also, ich soll jetzt jagen gehen. Die faule Sau ist dazu nämlich nicht imstande. So, das hier kann man irgendwie so einen Auftrag auch beenden irgendwie. Nee, kann man nicht. Na gut. Also, 6-mal Fleisch soll ich ihm bringen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Speer. Das da. Was auch immer das gerade war. Hier ist der Bogen. Okay. So, also 6-mal Fleisch holen. Also besorgen. Dann gehen wir mal jagen. Das mache ich ja besonders gerne. Erstmal gucken. Hier ist momentan kein Tier. Und wenn keine Tiere da sind, dann fällt mir auch das Jagen verdammt schwer. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen die Einstellung ändern. Kann das sein? Dass die Einstellung hier verdammt hoch ist? Grafik. So, mal gucken. Voreinstellungen. Mittel machen wir mal. Dann sollte es auch im Stream jetzt flüssig laufen. Weil mir ist gerade aufgefallen, dass das ziemlich ruckelt. Und meistens liegt es ja daran, dass ich die Einstellungen einfach zu hoch eingestellt habe. So, mal gucken, haben wir hier irgendwo ein Tier? Wäre nicht. So ein Bison würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert. Allerdings, wenn mir denn die Pfeile flöten gehen, ist auch blöd. Ach, guck. Ein Fuchs. Der wegrennt. Na super. Naja, ein paar Pfeile habe ich ja sieben. Über sieben Stück habe ich. Das sollte erstmal ausreichen. Guck mal, da läuft auch was. Aber was Großes wäre schon schön, ne? Guck mal, hier ist ein umgekippter Wagen. Da kann man mal hin und gucken, ob hier was Interessantes ist. Ein Stock. Nee. Nee, Stock brauchen wir nicht. Gucken wir weiter. Da muss doch irgendwo ein Tier sein, was ich erlegen lassen möchte. Kann doch nicht sein, dass die Tiere hier alle so an ihrem Leben hängen. Wo gibt es denn sowas? Ah. Allzu weit wollte ich jetzt eigentlich auch vom Dorf nicht weg. Weil da läuft ja wieder ein Wolf nachher. Ah, Jäger müssen geduldig sein, ne? Ist ja nicht so, dass sich jetzt hier irgendein Tier mit 6-mal Fleisch an sich vor mich hinstellt und sagt, hier komm, erschieß mich, ich habe keine Lust mehr. Nee, nee, die hängen irgendwie an ihrem Leben. Ich kann nicht verstehen, warum. Aber sie tun es. Guck mal, da ist was. Was Rehiges. So, Schleichen habe ich mittlerweile auch gelernt. Und wenn man so einen Headshot landet, dann sind die Chancen relativ gut, dass das Tier auch direkt tot ist. Jawohl. So lobe ich mir das.
So. Ah. Wer hat da gelacht? So, wie viel haben wir? 8 mal Fleisch. Oh. Naja, das wird doch. Beschweren kann man sich da weniger. Außerdem wird schon wieder dunkel. Und ich muss sagen, meine Bewohner, die haben jetzt schon, also die meckern schon die ganze Zeit wegen Wasser. Aber die sterben nicht daran und die hauen auch nicht ab. Das heißt, die können also noch eine ganze Weile ohne Wasser auskommen. Bist du der das Fleisch haben wollte? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Ihmchen hier. Hier ist das Essen. Oh, danke dir vielmals. Du hast mich und meine Familie gerettet. Hör zu, das ist alles, was ich dir über das Wildnisleben weiß. Kein Problem, danke. Kräuterhütte. Wir können nun eine Kräuterhütte bauen. Ist das nicht toll? Eigentlich nicht, ne? Ist irgendwie langweilig. Na gut. Ich dachte, das Gebäudelimit ist jetzt erhöht, aber ist nicht so. Okay, dann gucken wir mal Technologie. Technologie haben wir hier nämlich einiges. Und durch die ganze Knete, die wir hier verdienen, können wir hier auch einiges bauen schon mittlerweile, beziehungsweise freischalten. Materiallager. Sitzstumpf, Stockstauen, Stocksauen, nicht Stockstauen. Oh wei, oh wei. Vogelfalle. Holzlagerfeuer. Komm, machen wir das hier. Kaufen wir mal, wir haben hier noch Geld. Das hier auch. So, Kräuterhütte. Trank des schnellen Heilens. Okay, kann ich das alles freischalten hier? Ist ja Wahnsinn. Vergiftete Eisenbolzen. Alles mit Gift? Gewichttrank. Was soll der bewirken? Ein Baumaterial wird das Sammeln in Ried oder beim Dreschen gewonnen. Dient zur Herstellung von Geschichten. Ja, da brauchst du wieder haufenweise Sachen, die ich nicht habe, ne? So, Mehl und Tonbewarf. Was? Ton? Tonbewarf. Was ist das denn für ein Scheiß? Probieren wir das hier. Kaufen wir frei. Das kaufen wir frei. Holzbecher. Holzteller. Was auch immer das ist. Holzlöffel. Wir haben immer noch über 200. Wir sind voll gut. Haferbrei. Nee, Quark. Nee, das ist Quark. Oh, guck mal hier. Kupferhammer. Für 100. Kupferaxt. Holzbolzen. Knüppel. Steinsichel. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir auch schon wieder ein bisschen knappern mit dem Geld. Es will aber auch keiner mehr hier hinten. Alter. Ey, nee, so weit laufe ich nicht. Dann gehe ich lieber ins Dorf. So, in welche Richtung? Da lang. Weil wenn ihr auf die Karte geht und Doppelklick macht, dann habt ihr einen Wegepunkt. Habe ich auch erst rausfinden müssen. Und wenn ihr die Wege entlang lauft, also so hier, ist die Chance geringer, dass ihr von irgendwelchen wilden Tieren angefallen werdet. Hallo. Angefallen werdet. Und für den einen oder anderen ist das schon ziemlich hilfreich. Hallo. Hallo. Alle laufen so von mir weg. Bin ich hässlich? Stinke ich? Was ist los mit euch? Guck natürlich nach links und rechts, nicht, dass mir hier... Oh, jetzt können wir das mal mit dem Bison da hinten. Das sind Bisons. Wo ist denn jetzt mein... Boah, da ist mein Bogen. Ich möchte mal wissen, erstmal, wie viel wir davon bekommen. Also an Fleisch. Und ob wir das überhaupt schaffen, mit dem Bogen so einen Bison zu töten. Versuch mal einen Headshot. Im Dunkeln, geile Idee. Nix. Vielleicht ein bisschen näher ran. So ein Bison kann ja nicht gefährlich werden, ne? Überhaupt nicht. Zack. Oh. Böse er werden.
Jetzt aber fix. Linke Füße. Weiß nicht, wo der ist. Der ist nicht mehr da. Wo sind die hin? Der ist tot. Voll Muffenpuppen gekriegt, du. Nee, tot ist er auf jeden Fall nicht. Jetzt aber tot. Drei Pfeile? Mehr nicht? Das scheint mir ein bisschen wenig, oder? Ja, ist ja gut. Lauf doch. Die haben aber keine Ausdauer. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen aus. Was ist mit dem los? Ich glaube, der hat sich gerade was gebrochen. Ich glaube nichts. Nee, der ist tot. Okay. Wiesent, also kein Bison, sondern ein Wiesende sind das. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt an Fleisch kriegen. 7 mal Leder, 25 mal Fleisch. Oh. Lohnt sich. Auf jeden Fall, das Vieh ist tot. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt momentan mit meinen Taschen aussieht. 32 Kilo. Ah. Messer erforderlich. Komm, wir lassen das wieder liegen. Holt sich irgendein Wolf. Aha. Also 3 Pfeile brauchen wir ungefähr. Wir sind wie sind. Lass mir aber keine Ruhe jetzt, ne? Ich mache mir mal noch so ein Messerfix. Und dann holen wir uns wenigstens das Fleisch. Das brauchen wir ja sogar so ganz dringend. Ich glaube, 10 Äste brauchen wir dafür. Und 2 Steine. Eins. Biester sind aber auch riesig, ey. Wahnsinn. Was? Na, komm. 2. Sehr gut, also. Da. Messer. So. Heuten. Heuten war heute, heuten war morgen. Ja, gut. Bleib ruhig da hinten. Ganz geschmeidig bleiben. Ich trage auch viel zu viel mit mir rum. Wie viel? Boah. 4 Kilo Übergewicht habe ich. Mal gucken, was wir los haben. 62 mal Fleisch. Das lohnt also. Leder habe ich 17 mal. Pelz habe ich einmal. Stock 5 mal. Na gut, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt so wie wir sind, weil ich möchte ungerne das Leder wegwerfen. Und das sind ja auch bloß 600 Meter. Von daher sollte es eigentlich machbar sein. Ich weiß aber auch nicht, ob das Fleisch leichter wird, wenn man es brät, weil dann würde ich mir sonst hier ein Lagerfeuer machen und das Fleisch schon mal braten. Aber ob sich das lohnt, das ist ja jetzt eine andere Frage, ne? Naja gut, müssen wir halt warten. Beziehungsweise langsam laufen. Da, da, die, da, da, da. 500, ja, 35 Meter noch. Ungefähr. Hier 180 Meter. Naja, es wird. Langsam, aber es wird. Ich glaube, wir müssen nachher über eine Brücke, kann das sein? Aber ich muss sagen, mit dem Bogen zu jagen, das fetzt. Also das macht übel Spaß. Auch weil man schon so aus der Ferne ja, die Tiere erlegen kann. Das ist einfach nur geil.
Habe ich überhaupt jetzt den Wegepunkt dahin gemacht, wo ich hin will? Oder so ungefähr? Nee, doch, da, wo ich hin möchte. Okay. Also wir brauchen gar nicht über den Fluss, habe ich gerade gesehen. Wir können hier einfach entlang laufen und sparen bei uns das Schwimmen. Trinken muss ich sowieso. Gut, dass wir gerade an einem Fluss sind. Schlup. Aber wie ich das jetzt mache, dass die Leute an ihr Wasser kommen, das weiß ich nicht. Also da bin ich vollkommen überfragt. Hab keine Ahnung. Das ist echt weit, ne? Und ich hab auch gesehen, also bis jetzt musste ich nicht schwimmen. Oder zumindest nicht sichtbar schwimmen. Sondern es sieht für mich alles ein bisschen aus wie durchs Wasser laufen. Aber meine Gesundheit nagt es auch nicht. Und an die Ausdauer auch nicht. Also das heißt, man kommt hier eigentlich durch den Fluss ganz locker flockig durch. Ich denke mal, mit dem letzten, also den einen Auftrag hier, den ich hatte, mit den 20 mal rote Beete, 20 mal Zwiebeln, 20 mal Kohl, 20 mal Karotten, denke ich mal, das wird verschwinden, wenn der Winter vorbei ist. Weil, denke ich mir mal so. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall kann ich das jetzt super auf meine Leute hier verteilen, das Essen. Beziehungsweise selber für mich nehmen. Weil ich verbrauche ja auch einiges an Essen. Ja, hier ist nochmal eine tiefe Stelle. Müssen wir aufpassen hier. Aber so im Großen und Ganzen 200, ja, knapp 260 Meter sind es jetzt noch. Ich weiß, die meisten gucken jetzt sowieso bei New World zu. So eine alten Spiele in Anführungszeichen will ja kaum einer gucken. Habe ich irgendwie das Gefühl. Das muss ich ja schon über die Brücke oder was? Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, doch, muss ich wohl. Ja, das hat sich geändert. Minus 25. Was? Ah. Hat das Dorf verlassen. Ach so, die Weiber verlassen jetzt das Dorf. Klaus Dieter, einen wunderschönen guten Tag, Nachmittag, wie auch immer. Herzlich willkommen bei mir im Stream und im Chat. Ich weiß, im Journal steht das. Ich möchte jetzt aber auch ungern da reingucken. Weil ich gerade schon genug damit zu tun habe, irgendwie wieder in mein Dorf zu kommen. Weil ich komplett überladen bin. Ich möchte aber auch nichts loswerden. Ne? Darum, ich laufe jetzt schon seit fast 500 Metern so. Also, kannst dir vorstellen, wie lange das ungefähr noch dauert. Im Journal gucken wir gleich mal. Wie gesagt, also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, den Leuten Wasser zu geben. Ich habe einen Brunnen. Ich hatte bis vor kurzem auch jemanden da angestellt. Aber irgendwie wollte keiner da Wasser holen. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, irgendwas vergessen habe. Keine Ahnung. Ich bin auch relativ neu hier in dem Spiel eigentlich. Ich habe das war mal eine Zeit lang gespielt. Da war es noch in der Beta-Version. Jetzt ist ja komplett das Spiel, ne? Also jetzt ist es ja eine Vollversion. So gut, meine Weiber sind weg. Alle beide. Das heißt, wir können hier erstmal jetzt in der Zeit ihre Häuschen voll proppen mit Holz und mit Essen. Was mache ich hier wieder für einen Blödsinn? Ach ja, stimmt, ich wollte ja hier. Was wollte ich denn hier? Ich wollte hier das Leder erstmal reinledern. Genau. Das hier auch. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man das irgendwann verwenden kann, um Dinge herzustellen. So, hier sind Schuhe. Wieso trage ich die Schuhe eigentlich nicht? Eine Frechheit. Habe ich die gerade hier reingelegt? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus.
Habe ich das schon? Nee. Dann habe ich die jetzt wohl an. Doch, habe ich reingelegt? Schuhe, 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 Schuhe. Ich gucke einmal auf die Bilder. Dann sollte ich es schneller finden. Nee, Ton. Habe ich da nicht drin, ne? Die Schuhe. So, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal einiges an Gewicht verloren. Wenn das mal im richtigen Leben so schnell gehen würde, ne? Das wäre toll. So, dann machen wir mal das 62 mal Fleisch. Ja, das wird jetzt, denke ich mal, ein bisschen dauern. Aber das kommt mir ganz gut, weil ich brauche ja immer sehr viel Fleisch. Ist ja wie im wahren Leben, ne? Ich brauche einfach das Fleisch. Ja. Ich weiß nicht, Klaus Dieter, ist ein cooler Name, finde ich. Klaus Dieter Lieselmann, ja, schön. Spielst du das öfter? Kennst du dich mit dem Spiel richtig geil aus? Weil, wie gesagt, ich habe halt Probleme. Ich habe, du hattest eben sogar die Maus für 3 Sekunden auf den Schuhen. Die heißen Rektorschuhe. Das Inventar ist irgendwie alphabetisch geordnet. Ah, okay. Deine Augen möchte ich haben, du. Ich habe die gerade überhaupt nicht gesehen. Aber ich werde gleich nochmal in meine Schatztruhe gucken und schauen, ob ich die da, ob ich die finde da. Obwohl ich die doch eigentlich anhabe. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich nicht diese zusammengeschnürten Schuhe, diese hässlichen. Also wie gesagt, also ich habe immer noch Probleme damit, aus dem Brunnen, dass die Leute aus dem Brunnen Wasser ziehen. Gut, jetzt wohnt keiner mehr bei mir. Sind weggezogen. Haben nichts zu saufen gekriegt. Habe ich das kurz angespielt. Achso, okay. Na gut, da muss ich mir irgendwie mal selber behelfen. Irgendwie mal selber rausfinden, wie ich da an das Wasser komme. Also wie ich persönlich an das Wasser komme, weiß ich ja. Aber wie ich halt dafür sorge, dass die Leute sich das Wasser holen. Das ist eben noch so der Punkt. Mein Avatar, der ist total faul heute. Kann das sein? Moment mal, ich muss mal kurz was ändern, damit mein Avatar wieder... Bin gleich wieder da. Einen Moment, ihr solltet nicht alles sehen. Haha. So. Jetzt geht's wieder. So, das Restliche machen wir auch noch. Kommen 30 Stück. Muss ich eben so mal rausfinden, irgendwie, wie das mit dem Wasser funktioniert. Wie ich persönlich mir Wasser da raushole, weiß ich ja, aber halt nicht, wie die Leute das machen sollen. Also, ne? Ich habe schon probiert, also der Brunnen steht. Ich habe eine Dame angewiesen, Brunnendienst zu haben, also am Brunnen zu arbeiten. Und ich habe den Eimer an jeder erdenklichen Stelle hingestellt. Also wirklich... Leon Ritter, mein PC muss noch hochfahren. Ah, Leon, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei mir im Stream und in meinem Chat. Schön, dass du da bist. Ja, du siehst heute wieder eine Runde Medieval Dynasty. Meine Weiber sind hier mittlerweile abgehauen. Ich hatte bis vorhin noch 2 Frauen hier im Dorf, aber die sind weg. So ist das mit den Mädels, ne? Kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg. Und im Moment brate ich ja jede Menge Fleisch. Hast du im Management eingestellt, dass die Lady auch Wasser ziehen soll? Ja, eigentlich ja. Also ich habe jobmäßig, Beruf war sie Wasser. Wie hieß das? Wasser? Wasserträgerin? Wasser? Irgendwie sowas war sie. Können wir ja nachher nochmal durchprobieren. Weil bei mir hat das bis dato noch nicht geklappt. So, das Fleisch ist fertig. Ist fix und fertig. Jetzt können wir erstmal was essen, ne? Haben wir uns verdient hier nach dem langen Tag. Mal gucken, trägt der Schuhe? Der trägt keine Schuhe. Na gut. So, hauen wir uns die Plauze erstmal schön voll. So satt war ich schon lange nicht mehr. Okay, und pennen gehen erstmal, weil im Dunkeln lohnt sich nichts. Kalt. Nee, da bleibe ich drin. Nee, geht nicht. Muss raus. Mittlerweile haben die Arbeitsplätze keine Standfunktion mehr. Alles steht auf 0%. Das muss angepasst werden. Aha. Okay.
Also erstmal muss ich sowieso eine Eule hier dazu bewegen, hier wieder einzuziehen. Nehmen wir mal das Brennholz, was noch hier rumliegt. Nicht, dass es kalt wird. Hahaha. Ha. Dann habe ich ja vielleicht doch alles richtig gemacht, nur halt, dass alles auf Null steht, dass ich das nicht angepasst habe. Das kann sein. Muss ich mal gleich gucken. So, erstmal Brennholz hier. Okay, machen wir die Hälfte hier rein. Ja. 21. Und jede Menge gebratenes Fleisch ist ja auch noch da. Die 46, die behalte ich mal noch. Oh, jetzt geht das mit dem Laufen schon viel schneller. So, und hier das restliche Brennholz rein. Richtig viel Futter, ey. Uiuiuiui. Na gut. So, dann latschen wir mal wieder ins Dorf. Mal gucken, ob ich eine rumkriege oder zwei. Vielleicht auch ein Pärchen. Männchen, Weibchen. Vielleicht machen sie Kinder und dann habe ich ja noch einen extra Arbeiter bei mir im Dorf. Wäre auch cool. Sterben die eigentlich auch im Alter? Weil bei Sims zum Beispiel, da werden sie ja alt, ne? Da sterben sie irgendwann. Bei dem Game weiß ich das gar nicht. Also ich habe jetzt monatelang fast nur The Forest gezockt. Da kenne ich mich perfekt aus. Hier ist wieder neu. So, Krizi. Hallo. Willst du dich anschließen? Klingt gut. Gut, dann hin da mit dir. Und du? Willst du dich auch anschließen? Klingt gut, mit Vergnügen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir die erstmal verwalten. So, Ottmar. Okay, Ottmar geben wir erstmal eine Hütte. Ein Haus. Der nimmt das hier. Nehmen wir das hier. So, Ottmar wurde ein Haus zugewiesen. Okay, Ottmar wohnt schon mal. Und Arbeitsplatz. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie das mit dem Wasser geht. Also Brunnen ist hier. Ach, warte mal, hier ist ja. Warte mal. Mein Brunnen? Ja doch, ja klar. So. Wie mache ich denn das mit den, dass das mit den Prozenten angezeigt wird? Slot-Auswahl, Arbeit zuweisen. Wasserträger. So, der ist das Wasserträger. Eigentlich. Zuweisung verwalten mit F. Oh. Steuern. Ist das hier das? Mit dem Wasser. Ah, hier, Wasser bestimmt, ne? Nee. Ich komme nicht klar. Pass auf, ich verwalte erstmal die Olsche. Wieder. Die soll ja auch noch wohnen. Haus zuweisen. Ich kann auch eigentlich bei dem einen Typen mit einziehen, oder? Jo. Funktioniert. Standortproduktion. Mehr steht alles auf Null, muss angepasst werden. Wie mache ich denn das mit der Standortproduktion? So, erstmal hat sie jetzt eine Bude. So. Jetzt gehst du auf das Haus-Icon. Moment, Moment, Moment. Verwaltung. Ordner. Das hier. Nee. Also, wir sind jetzt da. Ich lese mir das mal ganz ruhig mit durch. Jetzt gehst du auf das Haus-Icon. Und dann der rechten Seite das Hammer-Symbol mit Kreis. Links oben sind Icons. Ah, hier, okay. Hier, okay. Ah, Gewinnung. Menschenhaus wird hier. So, bei Gewinnung ist das, ne? Brunnen. Und dann? Also jetzt bin ich bei dem Brunnen. Oh,
Gar nicht so leicht. Details anzeigen. Hier? Ah ne, Details anzeigen ist F. Aha, Status niemand zugewiesen. Hä? Ein gewisser Papa. Und nun? Rechte Seite Symbol Hammer. Ah. Okay. Da kommt, ziehen wir gleich mal hier. Da soll ja hier. Einen Eimer habe ich ja. Wo muss ich denn den Eimer hinstellen? Boah, das dauert ja ewig. Jetzt sie. Intensität. Also der soll ja auf jeden Fall immer für die Leute da was holen. Das machen wir mal 100%. Was soll ich festlegen? Kosten einen Eimer. Ja, den einen Eimer, den bringe ich dir gleich, mein Freund. Holt er jetzt dann Wasser, wenn ich den Eimer jetzt da hinstelle? Oder muss ich den Eimer irgendwo hin machen, so? Ich laufe mal erstmal in mein Dorf. Ich laufe in mein Dorf, genau. So. Ah, Lippi. Solange du kein Lager hast, musst du die Kiste der Arbeitsplätze als Ablageort für Eimer extra benutzen. Okay. Also kann ich das Fass, was da bei der Tonne ist, da kann ich in den Eimer reinstellen und er oder sie, ich weiß nicht, wen ich dazu gewiesen habe, holt sich das denn, ja? Habe ich das richtig verstanden? Jetzt mal die Schuhe wieder einpacken. Habe ich nämlich auch gerade auf Anhieb gesehen jetzt, ne? So. Wo ist der Eimer? Eimer, Eimer, Eimer. Wenn ich was suche, dann suche ich immer. So, Tränke. Wo ist denn der verkackte Eimer? Hä? Habe ich hier den Eimer schon dabei? Ja, den habe ich schon dabei, tatsächlich. So. So soll es sein. Okay. Also machen wir hier den Eimer rein. So. Dann kommt mal. Ach, die laufen noch. Da sind ja nicht die schnellsten, ne? Habe noch keinen Brunnen gebaut. War noch nicht so weit. Aber alle anderen Arbeitsgebäude funktionieren so. Ja, dann sollte das ja bei dem auch so funktionieren eigentlich. Eigentlich. Ja, wir warten es mal ab. Weil hier irgendwo wohnen sie ja denn. Fleisch habe ich genug an Brennholz. Das geht ja auch schnell. Leute, könnt ihr mal ein bisschen schneller laufen. Oh. Wir sind hier Mittelalter und wenn man sich so alte Filme anguckt, da rennen die auch immer. Da blitzen die förmlich. Ah, jetzt läuft er dahin. Ah, okay. Der macht das wirklich? Klaus, du bist der Knaller. Ernsthaft, ohne Mist. Du bist ja hier absoluter Wahnsinn. So, pass auf, dann können wir ja hier. Dann kann die Alte hier nämlich jagen. Salzfass. Ruhe. Da können wir doch hier den Bogen reinmachen. In die NPCs einen Eimer aus einem Ressourcenlager holen. Ihn füllen und dann vor allem einmal Lebensmittel legen. Ich habe weder ein Ressourcenlager noch ein Lebensmittellager. Das ist das Problem. Ich hatte doch hier irgendwo Pfeile gehabt. Habe ich die wieder weggelegt? Oder was? So, den Bogen lege ich hier auf jeden Fall mal rein. Damit die Alte nachher, wenn ich sie denn gleich dazu anweise, jagen gehen kann. So, habe ich hier die Pfeile irgendwo? Schaufel. Jede Menge Schaufeln sehe ich. Ah, ne, hier ist es ja. Aha. Falsche Seite gewesen. Braucht die Jägerin mittlerweile einen Bogen? Ich weiß nicht. Also, ich habe ihr jetzt mal einen Bogen gegeben. Vielleicht sammelt sie dann schneller. Wenn nicht, dann kannst du die da drin liegen lassen, ne? Aber wo sind meine Pfeile? Ich habe gar keine Pfeile mehr.
Stock. Holzspeer. Steht auch im Management. Naja, noch habe ich sie ja nicht zum Jagen geschickt. Dash, du bist auch da. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei mir im Stream und in meinem Chat. Schön, dass du da bist. So, die Schuhe ziehen wir ihm mal an. Nicht, dass er kalte Füße kriegt. So, die Olsche hier. Der ist ja Wasserträger. Aber die hat noch keinen Job. Die jagt. So, Arbeiter zuweisen. Jäger, so. Dann hast du gesagt, aufs Haus. Irgendwann mal ins aufs Haus-Symbol. Ah, hier, Haus-Symbol. Okay, Jagd. Jagdhütte. Details anzeigen. Ist gar nicht so leicht, ne? Werkzeuge, Messer. Okay, die braucht also nur ein Messer. Musst du einstellen, was sie genau machen soll. Nee, die da macht das. So, die ist jetzt Jägerin. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle. Dann kann ich ja meinen Bogen wieder rausholen. Aber da steht immer noch Salzfass. Ach, frisches Fleisch und Salz muss da rein. Deivel. Nehme ich das hier mal kurz wieder mit raus. Hammer im Kreis. Nee, klappt nicht. Die ist noch bei 0%. Okay. Nee, Wahnsinn. Okay, pass mal auf. Wir machen das so. Jagdhütte. Zuweisung verwalten. Auf das, nee, warte mal. Auf das Haus, was sie sagt. So, Jagdhütte. Ah, jetzt. Okay. Gut, also wir brauchen Fleisch auf jeden Fall. Kein Werkzeug. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Machen wir mal so 70% Werkzeug, glaube ich. So, dann Leder. Machen wir mal 20%. Soll ja was mitbringen. Und 10%. Das. So, okay, Kosten ein Messer. Werde ich hier wahrscheinlich ein Messer in die Truhe legen müssen. Ich hoffe, die machen keine Dummheiten damit. Blackout, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei mir im Stream und in meinem Chat. Schön, dass du da bist. Jetzt braucht sie ein Messer. In ihre Kiste im Jagdhaus, okay. Haben wir hier irgendwo... Wir müssen doch ein Messer haben. Hier, Steinmesser. Das machen wir da rein. So. So, Tante, dann gib Gas, Marianne. Der zeigt bei mir aber immer noch an, dass Wasser null ist. Also, dass die noch Wasser brauchen. Also, ihr seht es nicht, aber ist so. Wasser steht bei mir oben rechts als rot 2. Was gibt's Neues bei dem Game? Blackout. Was Neues bei dem Spiel gibt es, und zwar, das gibt es in der Vollversion. Also ist nicht hier in der Beta-Phase, sondern ist jetzt richtig hier so, ne? Richtig voll und so. Er spielt ja auch noch im Rädchen rum, ne? Brauchst du die Leute auch mal mit Wasser? Geht ab. Leon, da bist du ja. Schön, dass du da bist. Nochmal. So, was mit dir, Tante? Du stehst auch nur da und siehst gut aus, wa? Das Messer hat sie sich aber genommen, du. Nicht, dass sie mir jetzt irgendwas antut. So wie die guckt. Guckt schon leicht ein bisschen psycho. Vielleicht brauche ich ja mehrere Eimer, kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin echt überfragt gerade. Und die Häuser sind immer noch alle
auf 5, also mehr Häuser kann ich mir auch nicht bauen. Liegt daran, dass der Ottmar das Wasser im Lebensmittellager legen möchte. Aber das Lager ist nicht da, deswegen packt er das Wasser in das Fass neben dem Brunnen. Dort muss er es rausholen und die Kiste in die Häuser verteilen. Ja, aber der macht das ja nicht. Also der dreht ja nur am Rädchen. Naja, wenigstens macht er ja schon mal was, aber. Ah. Auf jeden Fall brauche ich ein zweites Messer. Weil die Tante hat mir gerade das Messer da, ne? Die braucht das ja. Also brauchen wir neues. So, 2 Steine, 10 Stöcker brauche ich dafür auf jeden Fall. Okay. So, Messer. Kann es sein, dass ich vielleicht mehrere Eimer brauche? Weil irgendwie. Irgendwie, check mal das Fass neben dem Brunnen. Jo, ich check. Da ist nichts drin. 0 von 50 Kilo. Und hier unten ist auch leer. Du, Ottmar, sag mal, kann das sein, dass du eventuell ein kleines psychisches Problem hast? Wenn er den Eimer voll gemacht hat, dann leg ihn doch wieder rein. Okay. Okay. Ich kann nur Arbeitsplatz frei machen. Nix. Dann musst du den vollen Eimer dort rausnehmen und in Ottmars Haus packen. Ja, der Eimer ist ja jetzt weg. Ist der da drin? Nee, auch nicht. Ja, dann brauche ich ja das Lager, aber. Bro, hast du einen Eimer bei mir zufällig irgendwie noch so übrig? Eventuell ein bisschen. Der ist Wasserträger, okay. Aus. Wundern. Ich möchte, dass der wieder was macht. Der ist mir ein bisschen zu faul gerade. Arbeit. Pausiert. Hopp, hopp. Noch was. Du was. Für dein Geld. Bedarf 2,5. Lokale Produktion. Wie viel Eimer kann er am Tag füllen? Okay, 2,5. Das dauert also eine Weile, bis der Eimer voll ist. Alter, du kennst dich besser aus als ich, kann das sein? Aber wie mache ich jetzt, dass er wieder arbeitet? Weil der arbeitet gerade nicht. Details anzeigen. Der Ottmar. Arbeit. Ja, komm, mach mal wieder was hier. Los, hopp, hopp. Der macht nichts. Ach doch, jetzt dreht er sich um. Ach, jetzt macht er wieder. Okay, also ich denke mal, wir werden warten müssen, ne? Eine Zeit lang. So, und die Tusse, die jagen soll, die jagt auch nicht wirklich. Also,
Ich sauf mal aus dem Fluss. Sind da Gott sei Dank keine Krankheiten drinne, wa? So, pass auf, wir gucken was bei der. Steht auch da wie angewurzelt. Jagst du mal irgendwas? Los, beweg dich! Kannst nebenbei schon mal einen Eimer besorgen. Eimer besorgen, okay. Aber warum jagt die nicht? Ach doch, die hat. Ach doch. Also, die steht hier dumm rum und. Okay, gut. Also, du Wasser, die andere Fleisch. Dann gehe ich mal Eimer besorgen. Ein bisschen Geld habe ich ja noch. Lalala, lalala, lalala. Lalalala, lalala, lalala, lalala. Die Animation der Jäger funktioniert nur dann, wenn auch Tiere in der Nähe sind. Aha. Okay. Ach komm. Zwei reichen erstmal aus. Alter, sind hier gerade. Was ist mit dir los? Alles gut, Kind? Ich tippe auf zu viele Süßigkeiten, aber ich kann mich irren. Das stehlen. Nee. Wo kriege ich denn jetzt einen Eimer her? Ich guck mal einfach überall, wo ich was kaufen kann. Bei dir? Nee, bei dir? Ja. Alter, knick nicht gleich ein. Ich bin's nur. Der hat, glaube ich, keinen Eimer. Nee. Der hat nur ganz eklige Samen. Die will ich nicht haben. Goodbye. Ja, ja, goodbye. Du mich auch, goodbye. So, was mit dir? Ja, du mich auch. Eimer gibt es vermutlich in der. Was? In der Borovo? Borovo? Bei Fallbor. Fallbor, der Name kommt mir bekannt vor. See you soon. Du mich auch. Boro. Das ist ein Borovo. Bist du Fallbor? Nee, du bist nicht Fallbor, aber du wirst doch. Ach, nee, der hat nur einmal mit Milch, einmal mit saurer Milch. 270, Heidelska. Na komm, behalt mal deine Eimer. So geil bin ich jetzt auch nicht drauf, also. Ja, Mu, du mich auch. Fallbor. Fallbor ist, oder war immer, der Handwerker im Dorf Borovo. Nördlich von Großrovo. Die haben aber auch Namen hier, ne? Ja, ist doch hier. Bovo, Borovo. Fallibor. Okay. Ne, du bist Lech. Und redest nur Blech. Wird wahrscheinlich ein Kerl sein. Ich fange mal irgendwo an. Muss ja käuflich irgendwie was sein, ne? In dem. Ne, die hat keine Eimer. Bist du im falschen Dorf? Na, denke in. Borovo. Und ich bin doch in Borovo. Ja. Ach nee, Borovo ist da. Hey. Jetzt noch linke Füße. Was noch peinlicher wird. Aber ich sehe immer noch eine rote 2 bei Wasser. Also so richtig viel sammelt der auch nicht. Also wenn der überhaupt sammelt. Können die Orte hier nicht vernünftige Namen haben? So was wie Potsdam oder so. Da weiß man wenigstens, wie man das ausspricht. So,
Und dann suche ich nach Palibor. Oder Erfurt, genau. Kommst du aus der Nähe von Erfurt? Ah, der hier heißt Palibor. Holzschale. Holzrad. Sohn, Krug, Weide. Holzbecher. Nö, aber du bist Thüringer. Ja, das stimmt schon. Bierflasche. Der hat keinen Eimer. Oder ich bin zu blöd zum Lesen. Aber der hat eigentlich keinen Eimer. Kleiner Warenkorb, mittlerer Warenkorb, Tonbecher, Tonflasche, Tonkrug, Schale. Ja, den halt nicht. Ja, bye bye, tschüss und hau rein und überhaupt. Ja, irgendwer wird doch hier was haben, oder? Hier wird doch bestimmt doch irgendwo ein Eimer rumstehen. Sonst klaue ich mir hier einen, habe ich auch kein Problem mit. Was haben wir denn hier? Ein Säckchen. Nehmen wir mal mit. Steinmesser brauche ich nicht, Stöcker auch nicht. Guck mal, hier ist ein. Ich habe einen Eimer gefunden. War auch ganz günstig. Und jetzt laufe ich einfach lachend weg. Hahaha. So, und was soll ich jetzt mit dem Eimer anfangen? Soll ich den irgendwie in einem Haus reinstellen oder? Weil der dreht ja bestimmt noch am Rad, so wie ich den Typen kenne. Ja. Ach guck. Wasser mit Eimer, Eimer mit Wasser. Aber es steht trotzdem noch eine rote 10 da. Eine rote 2. Der Eimer muss jetzt in die Kiste in Ottmars Haus. Das ist das hier, glaube ich. Ich glaube, dass die hier wohnen. Einfaches Fenster auf Anzeigetafel eh verwalten. Ja, die wohnen da. Okay. So, dann hauen wir das mal in die Kiste. Wo haben wir den denn? Da. Zack. So, haben wir. Und jetzt? Bestimmt nur einen zweiten Eimer besorgen und den in das andere Haus bringen, wa? So wie ich mein Glück kenne. Jetzt müssten die Leute Wasser haben. Nö, steht immer noch eine rote 2 da oben. Hallo. Stranger. Welcome. Ist 15. Nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu jung. Was mit Ida? Die ist zu alt. Was mit dir? Die ist 26. Komm, du kommst mit. Und du kommst auch mit. So. Andere Haus ist unbewohnt. Das braucht kein Wasser. Jetzt ist es bewohnt. Habe ich mal so eben gedeichselt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Henrika. Das ist ein Name, ey. Haus zu weisen. Einfaches Haus. So. Okay. Und der hier auszuweisen, einfaches Haus. So. Es brauchen 4 Leute mit Wasser. Da muss ich dann auch einen Eimer wahrscheinlich reinstellen. Ich leih mir den mal.
Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Also absolut nicht. Moment, haben wir gleich das Problem. Beziehungsweise die Lösung. So. Okay, hier lang muss ich also. Jetzt haben 4 Leute kein Wasser. Super. Läuft bei mir im Leben, würde ich sagen. Ja, komm, beruhig dich mal wieder. Also, Fleisch und Brennholz habe ich eigentlich jede Menge in den Häusern drin. Dafür habe ich vorhin schon gesorgt. So, Ruhe. Und jetzt hauen wir den anderen einmal hier auch noch mit rein. Oder müssen die Eimer vielleicht gefüllt sein? Ich probiere das mal aus. Vielleicht ist dann Ruhe, beziehungsweise der Eimer ist leer. Ja. Pass mal auf, wir machen mal hier den Eimer. Wo ist er denn? Da. Machen wir da rein. Den nehmen wir mit. So. Und jetzt den Eimer dahin. So. So wird's was. Also man muss das hier manuell. Jetzt ist nämlich gerade aus einer 4 eine 2 geworden. Oh, das Ding nehmen wir mit. Zack. Lalli, lalli, lalli. Ja, da wird das wahrscheinlich eine Weile brauchen, ne, bis das Ding voll ist. Ja, wir brauchen eine Weile. Den kann ich ja schon mal Arbeit zuweisen, ne? Weil die anderen beiden brauchen ja auch Arbeit. Ich weiß bloß nicht als was. Selbst voll das Ding. Komm, Platz mal. Ist der Eimer schon wieder weg? Ich werde narrisch. Komm mal hier. Ja, damit. Zack. Alter, ist der doof? Ich hab nur Eimer. Oh Leute, ehrlich. Hier ist ein Eimer. Den nimmt er nicht an. Na komm, dann mach du weiter. Eimer mit Wasser. Eimer mit Wasser? Habe ich jetzt ein... Wenn du ihn in die Hand nimmst, sollte das am Fluss auf jeden Fall gehen, okay. Eimer mit Wasser steht hier. 2. Wir lassen den aber drin, mal gucken, was passiert. Wir haben ja Zeit, ne? Also die anderen, die haben ja auch ewig ausgehalten, ohne was zu trinken. Schaffen die das auch? Mache ich den Wegepunkt weg mit F. So. So, Psycho, du kannst weitermachen. Eimer mit Wasser, 2. Hm. Nehmen wir den einen hier. Einen Eimer mit Eimer Wasser. Muss ich den in die Hand nehmen? Hier. Ablegen, Auswahlkategorie, Tabs. Essen? Ich soll einen Eimer essen? Auch nicht schön. Auch nicht schlecht. Habe ich das in der Hand? Ne, sieht nicht so aus. Pass mal, wir machen mal hier. Jetzt ist der Eimer schon wieder nicht da. Wo ist denn jetzt hin? Oh, ich werde bekloppt hier, ehrlich. Zuweisen auf irgendeinen Slot.
Aha, und du arbeitest, Sklave. Einmal da. Auf der 6, okay. Ich renne, ich eile, ich fliege. Eimer füllen. Aber das Vieh sich das nicht selber holen. Also so ein faules Pack, also ehrlich. So, und hier mache ich den Eimer rein. Die Musik ist auch so hektisch, ne? So, jetzt haben sie alle Wasser. Schön. Und hier mache ich den. Ich habe gerade gesehen, dass ich hier noch einen Eimer in meinem Inventar habe. Der hier, der kommt da rein. So. Cool. Dann kann ich ja schlafen gehen. Moin. Was guckt ihr so blöd? Dann gucken wir mal in die Jagdhütte rein. Na, Schnecke, was haben wir denn hier? Oh, 13 mal Fleisch. Ich nehme dir das mal ab, ne? Nicht, dass du damit irgendwie jemanden bestechen willst. So. Feuer entzünden. Und gleich mal 13 mal gebratenes Fleisch machen. Na, da werden die jetzt erstmal eine ganze Weile zu tun haben. Klaus, du bist mir echt eine verdammt große Hilfe. Also Wahnsinn. Ernsthaft? Aber mir ist auch aufgefallen, dass du in meinem Profil durchgelesen hast, ne? Macht nicht jeder, muss ich dazu sagen. Speckt. Wenn du die beiden Lager gebaut hast, wird alles übersehen. Ja, das sagen sie alle. Naja, aber erstmal brauche ich ja jetzt, muss ich ja mehr Gebäude bauen können, weil ich kann ja bloß 5 Gebäude bauen und die sind ja voll. So, Fleisch ist fertig. Weißt du zufällig auch, wie ich mehr Gebäude bauen kann? Das wäre auch noch gemacht. Das wäre auch noch richtig geil. Hier, Holzschaufel, Holzschaufel. Komm, den Strohhut, den können wir uns auch noch aufsetzen. Das ist hier verdorben. Warum ist denn das verdorben? Dann Werkbank und Scheune. Ah, okay. Also das kann man als Dünger verwenden. Lassen wir es hier drin, oder? Kann ja nicht schlecht werden, das Verdorbene. Solltest du die Kapazität erfüllen? Was? Kapitelquests erfüllen, okay. Dann habe ich das ja doch richtig gelesen. So. Wahnsinn, also. Den Weg von da nach da. Da läuft man sich ein Wolf. Ornika. Ei. Im Journal ganz oben steht Kapitelquest. Im Journal ganz oben. Im Journal ganz oben. Kapitelquest. Überlebenskünstler. Da habe ich ja alles. Eine Falle. Oh, Phasenfalle. Ah, das muss ich noch machen. Okay. Eine Phasenfalle. Eine Phasenfalle. Ich komme auch immer auf den falschen Knopf, ne? Das ist Wahnsinn. Eine Hasenfalle. Aha. Ah. Ah, Hasenfalle. Okay, Jagd. Hier ist keine Hasenfalle. Tierhaltung, wahrscheinlich auch nicht. Landwirtschaft, auch nicht. Gewinnung. Auch nicht. Unter Möbel und Deko. Möbel und Deko? Alter, du bist ja der Knaller. Der Wahnsinn. 10 Stöcker. Okay. Gut, dann suchen wir 10 Stöcker. Sollte ja nicht so schwer sein. Hier ist ja alles voll mit Stöckern.
Und ein paar habe ich ja schon. So. So. Dann bauen wir mal eine lustige Hasenfalle. Ein Möbel und Dekorationen, eine Hasenfalle. Ist klar. So, irgendwo ein bisschen weiter weg vom Dorf, weil wenn ich mir schon eine Falle baue, dann soll es auch funktionieren. Erledige ein paar Aufgaben für deine Nachbarn. 1 von 3. Erledige einige Aufgaben für deinen Nachbarn. 1 von 3. Habe ich noch Fleisch dabei? Nicht, dass ich hier wieder 2 Meter vorm Verhungern bin. Weil ich werde das wahrscheinlich sehr, sehr weit laufen müssen. Warte. Ja gut, von der Strecke nimmt sich das hier nicht viel, ne? Ob ich hier jetzt hingehe oder ob ich hier hingehe. Ich gehe dahin. So, welche Wegrichtung? Da lang. Das wird eine lange Reise, glaube ich. Reise, Reise, Seemannreise. 1300 Meter. Alter. Hat sich das halt noch genug Zeit, um einen langen Weg und die Quests? Glaub nicht. Ich versuche einfach, weil Versuch macht klug, wie man so schön sagt. Steinmesser. Das Ding. Dann macht das im Frühling. Okay. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ah ja. Ich finde es immer cool, wenn der so lange läuft, dass der dann völlig außer Atem ist und auch so ein bisschen schummerig wird und so. Das finde ich geil. So, dann haue ich mich mal ins Bett. Nicht ins Kinderbett, sondern das hier. Da müssten wir jetzt im Frühling wach werden. Was ist denn das? Ein Adler war durch die Durchreise durch dein Dorf. Er hat dir von deinen Augen seinen Geldbeutel verloren. Was wirst du tun? Gib den Adligen zurück. Verteile das Geld unter deinen Leuten. Keine Einschränkungen. Behalte ihn selbst. Doch meins. 100 Münzen. Alle Dorfbewohner verloren 15 Stimmung. Ja, ist nicht so schlimm. Aber ich bin reicher. Haha. Guten Morgen, liebe Sorgen. Habt ihr auch alle nichts mehr zu tun? Was ist denn los? Ey. Nee, du nicht. Ey. Hol Wasser. Steuern. Ich muss Steuern zahlen. Okay. Ich bin mal im Steuern zahlen, ne? Ist sowieso sinnvoller im Hellen zu wandern, weil wenn man jetzt in einen Gegenstand dran sieht, mein RL ruft. Wir sehen uns vielleicht später. Okay, ich weiß zwar nicht, was RL heißt, aber du solltest RL nicht warten lassen. Schön, dass du da gewesen bist bis jetzt. Ja? Und vielen, vielen tausendmal Dankeschön für die Hilfe. Du bist ja echt der Knaller gewesen. Ach, Real Life. Ach so. Ach, stimmt, Real Life. Da war ja noch was. Das gibt's ja auch noch. Uah, mag ich nicht. So. Ey, ey, ey. Steuern bezahlen. Das sollte reichen. Wunderbar. Also ich habe jetzt meine Steuern bezahlt. Ich habe keine Ahnung, wie viel, aber ich habe es bezahlt. Okay, Journal.
Kapitel, guten Morgen, liebe Nachbarn. Okay, erledige die Aufgaben deiner Nachbarn. 2 von 3 schon. Oh, wir sind besser geworden. Toll. Und jetzt ist der nächste Auftrag auch nicht so weit. Der ist nämlich im Bochum. Ich kann es nicht aussprechen. Bockwurst, sage ich einfach mal. In Bockwurst. So, jetzt kriege ich Hunger. Ich habe es auch nicht leicht. Wo ist eigentlich mein Bogen? Ich hatte doch mal einen Bogen. Wo ist mein Bogen? Ich habe keinen Bogen mehr in der Hand. Bogen? Axt, Hammer, Kickerding und Messer. Okay. Ja komm, jetzt beruhig dich mal wieder. Weil nicht, dass mich hier ein wildes Tier anfällt. Ein Hamster oder so. Da muss ich mich ja verteidigen können, ne? Sonst bin ich tot. Aber sowas von. Hä? Komm, beruhig dich mal wieder. Ach, da muss ich hin. Da ist ja auch der Wegepunkt. Hahaha. Was hast du denn? Wie kann ich dir denn helfen, meine Hübsche? Hm? Erzähl mal. Ich bin durstig, aber mir fehlt eine Hauptzutat und mein Lieblingsgetränk. Bären. Okay. Wärst du nett und suchst welche für mich? Ah, ich glaube, ich habe welche gesehen. Das ist komplett gelogen. Ich habe keine Ahnung, wo die Bären sind. Ich kann ja einen richtigen Bären vorbeibringen. Da guckt sie aber. Stöcke? Auch Stöcke? Stöcke? Obwohl ich jetzt kurz dachte, da wären Bären, aber... Nö. Stöcke? Hier gibt es gar keine Bären, will ich mich veralbern? Stöcke. Frühling. Bären sind nur im Herbst. Stöcke. Wie viele Bären will sie denn überhaupt haben? Fangen wir erstmal so an. Blödsinn? Warte mal. Bärensaft, okay. 28 unreife Bären. Die will unreife Bären saufen. Die ist ja voll eklig, die Alte. Die schluckt auch alles, wa? Egal. Die sind keine Unreifen. Die Unreifen sind im Sommer da. Und im Herbst sind sie... Ruhe um. Und im Herbst sind sie reif. Soweit ich weiß. Oh, guck mal, hier wachsen die normalerweise. Doch, hier, Bären, tatsächlich. Unreife Bären. 13? Ich glaube, 28 wollte sie haben. Ruhe. 26? 29? Ja, komm, reicht. Übertreib's nicht. Die legen wir sowieso nicht flach, von daher brauchen wir sich jetzt nicht so viel Mühe geben. Ich bräuchte noch eine für mich. So. Jetzt knick knack und so. Naja, auf jeden Fall habe ich das ja auch gleich fertig, den Auftrag, und dann wieder so ein Kapitel fertig. So, du Luder. Ah ne, Wildruder heißt die. Oder scharfe Augen, hier sind deine Bären. Bis zum nächsten Mal. Jagd, Wildschwein, Fuchs, 3-mal. Ich soll jetzt Wildschwein und Fuchs. Also 3 Wildschweine oder 3 Füchse. Oder 3 Wildschweine und 3 Füchse. Eins von beiden. Werde ich ja sehen. Mal gucken, was ich zuerst sehe. Ich tippe auf Wildschwein. Luchs.
Klingt so ähnlich wie Fuchs, aber ist das falsche Tier. Es mangelt an Präsenz von Tieren. Irgendwie. Tiere, hallo. Hallo. Tiere, seid ihr hier? Wir sind keine Tiere, ne? Keine Tiere hier. Das sind ja Löwen. Da ist ein Fuchs. Keine Pfeile. Bist du blöd? Ich hab doch Pfeile dabei gehabt. Zurück. Wir brauchen Pfeile. Wo sind die ganzen Pfeile hin? Ich glaube, wenn ihr welche hier habt. So, mal gucken, ob ich die hier reingeschmissen habe. Pfeile? Pfeile? Nö. Hä? Sperrknüppelmesser? Eine Pfeile hier? Hm? Kann ich doch bestimmt hier herstellen, oder? Hier. 10 Federn, 2 Steine, oh Gott. Okay, 10 Federn, 2 Steine und 10 Stöcker. Alles klar. Also Federn, Stöcker und Steine. Federn müsste ich haben, irgendwo, glaube ich. Habe ich, glaube ich, irgendwo. Ah, Federn. Nehmen wir alle mit. Das war jetzt meine größte Sorge, dass ich die nicht habe. Federn. So, Stöcker. Dann kurz mal meinen kleinen Bruder abholen. Alles klar, Leon. Grüß den kleinen Bruder von mir. Ich glaube, 10 Stöcker brauchten wir, ne, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mich aber auch irren und 2 Steine. Okay. Ich werde mal gucken, ob das jetzt reicht. Dann müssen wir nämlich Pfeile herstellen. Ah, guck, geht. Zehn Pfeile gekriegt. Na super. Läuft doch. Sammeln wir wieder neue Stöcker, weil die sind ja hier wirklich also massig. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, alles auf jeden Haufen, ist das schön. Schön, ist das schön. So, das und das. Jetzt wieder dahin und jetzt bauen wir die nächsten Pfeile. Dann haben wir 20 Pfeile und damit kommen wir locker eine ganze Weile aus. Hoppala, hier lang müssen wir. Bum, 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 bum. Okay, jetzt haben wir 20 Pfeile. Nashika. So, pass auf. Wir haben hier jede Menge Zeugs dabei. Die Federn hier, die können wir alle hier mal in die Truhe schmeißen. Ist zwar nicht viel Gewicht, aber immerhin, ne? Gebratenes Fleisch, das können wir gleich essen, oder? Naja, wir lagern auf jeden Fall erstmal jetzt haufenweise bei uns hier drinne. Weil wir werden gleich haufenweise auch an Fleisch wieder haben. Und, ach, wisst ihr was? Wir machen mal eine kurze Pause, Freunde, ne? 5 Minuten, dann bin ich wieder für euch da. Bis gleich. Und, jetzt stehe ich mal voll in der Wand. Uah.
ist jetzt eigentlich der Griff, der verdammte? Da ist er ja. Übersetzt, scheißegal. Ist der Geier weißt. Weiß. Nimm irgendwas. Bester Bock. Also die Orbs, die können wir komplett wegnehmen da eigentlich. Hast du nochmal geguckt? Nach Orbsies? Alter! Schön. Komm, gib Gas hier. Mensch, die haben noch was vor hier heute. Ja, ruh dich mal. Wer will fleißige Holzfäller sehen, der muss to the forest gehen. Ich glaube, darauf muss ich mal einen Song machen. Irgendwie ist der Beat geil. Was? 18. Ich bin jetzt über Browser drin. Vielleicht geht's jetzt. Also Killer sagt 18. Ich weiß jetzt nicht, ob er den Preis meint oder sein Alter. Oder die Länge von seinem Schuh. Keine Ahnung. Aber 18 wurde jetzt mal in den Raum geworfen. Ich hoffe, du meinst den Preis, ehrlich. Achtung, Achtung an alle. Osthexe hat Hochzeitstag. Alle klatschen in die Hände. Ich hoffe, das kam richtig. Ich hab 'ne Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Bin Döner. Macht schöner. Keks, solche Leute, die halten eigentlich nicht ihr Wort. Das ist das Problem. Ne? Die gucken dann genau auf die Uhr und wenn du auch nur 5 Sekunden zu spät bist, nein. Damit haben sie sich selber gerettet. Aber eigentlich hast du gewonnen. Also nach meiner Ansicht her hast du die Wette gewonnen. Aha, okay. Ich glaube, jetzt beginnt wieder die Uhrzeit, wo ich meine Chatter nicht so ganz verstehe. Aber ist nicht so schlimm. Liegt an mir, nicht an euch. Ah. Oh, eine Kassette. Ja, ich weiß. Ich würde auch gerne zu dir rüberkommen, aber ich weiß nicht wie. Ich gucke mal, ob man hier was aufspringen kann. Schon kalt ist mir, aber ich glaube, gleich kacke ich mir sowieso in die Hose. Verschreckt. Aber die Kamera hängt auch ein bisschen ungünstig, kann das sein? Deswegen mache ich gerade eine neue hierhin. Sei nicht so ungeduldig. Hast du schon? Ja, das habe ich. Hast du sie auch angemacht? Ja, natürlich. Weil ich immer... Werde ich ja mal schauen. Wer schreit, stirbt. Und wer kein BH anhat, auch. Und auch ohne T-Shirt geht nicht. Und sinnlos in der Gegend rumlaufen, ist sowieso verboten. Aber er bevorzugt. Weiche von mir! Lass das! Alter! Geil! Ey, das war jetzt, ne? Mehr als knapp, finde ich. Komm ich hier runter? Auch nicht. Komme ich hier runter? Auch nicht. Forest, wir machen heute weiter mit Teil 2, dem Bau unserer Festung. Beim letzten Mal sind wir relativ weit hier gekommen, wurden auch ziemlich oft hier besucht. Und heute geht es einfach weiter.
Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um, um mir einen kleinen Überblick zu verschaffen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ich habe nicht weitergemacht. Ich glaube, wir wollten hier, genau, mit Steine wollten wir weitermachen. Und da wäre... Blö Hexe. Apropos Hexe. Oh. Er schreit was. Ja. Wo ist er denn? Luca nennen. Okay, dann nennt. Ach, da. Ach, die hat ihren Freund mitgebracht. Ja. Hallo. Da bin ich wieder. Seid ihr alle da? Komm. Schluss mit dem Quatsch. So, also, wir haben jetzt eine Pfeile hergestellt. Wir haben jetzt einen Platz bei uns im Rucksack. Das heißt, wir können jetzt eine Füchse jagen gehen. Irgendwo war der Bogen. Da ist er. So. Holzspeer. Alles, was rot ist übrigens, habe ich geklaut. Wo sind denn jetzt die Pfeile, die ich gemacht habe? Eine Pfeil, ist der doof? Ich hab gerade Pfeile hergestellt. Hab ich die etwa hier reingeschmissen aus Versehen? Mal gucken. Ne, hier muss ich ja gucken, ne? Ne, hab ich nicht. Hä? Warte mal. Ey, Tante, geh mal zur Seite hier. Hier auch nicht. Hä? Ich hab doch... Hä? Ich hab doch 20 Pfeile hergestellt. Warte mal. Holzspeer, Knüppel, Messer, Axt, Hacke, Hammer, Schaufel, Schaufel, Axt, Säckchen, Steinpfeil. Hier sind sie doch. Achso, die muss ich jetzt aber sehen. Muss ich auswählen. So, jetzt können wir aber... Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt jagen wir. Ja, jetzt klappt das auch. Sehr gut, also. Wildschwein und Fuchs. Jetzt weiß ich nicht, ob ich 3 Wildschweine und 3 Füchse jagen muss. Oder entweder... Also, dass ich Wildschwein und Fuchs jeweils, also... 3-mal, also 3 Tiere von denen erlegen muss. Ich muss die Sache anders angehen. So, mit Rennen und Jagen kann ich vergessen. Müssen wir mal gucken. Hier ist ein Bunny. Müssen wir mal sachte angehen, die Sache. Also nicht hier hinterher rennen, sondern eher so unauffällig aus der Entfernung. Treffen, jagen, wie auch immer. Ich gehe mal wieder am Ort des Geschehens. Vielleicht haben die Tiere sich ja mittlerweile beruhigt, dass ich sie einfach abballern kann. Weil mit hinterherrennen komme ich nicht weit. Ja, das ist ein Bunny, das brauche ich nicht. Das ist ein Stein, den brauche ich auch nicht. Die Musik ist auch so hektisch, ne? Da hinten ist ein Fuchs. Komm, wir schleichen uns mal an. Also ganz unauffällig. Hat der uns gesehen? Also jetzt auf alle Fälle. Hey.
Beruhig dich. Fuchs. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Geh wieder her. So, dann kommen wir her hier. Dich weiden wir aus. Aber wenn ich schon Tiere jage, dann möchte ich auch was davon haben. Da ist wieder einer. Kann aber nichts mehr nehmen, das ist das Problem. Ich bin schon komplett voll beladen. Na komm, wir versuchen es. So viel wird es ja nicht, ne? So zwei von drei habe ich schon. Bin mal gespannt, wenn ich jetzt den dritten erschieße. Ob denn der Quest fertig ist oder ob ich noch, ob da steht, drei Wildschweine. Schaut wäre geil. Ah, Mist. War nix. War ja weniger als nix, nämlich gar nix. So, hier sind irgendwelche Rehe. Da hinten ist wieder ein Bison. Ah ne, Wiesent heißt, sind das ja, ne? Das sind ja Wiesende. Keine Bisons. Ah, erwischt. Ja, klappt sogar. Kapitel 4. Ah ne, 5 war das. V ist 5. Einfaches Säckchen. Ich habe ein einfaches Säckchen. Aber es geht dem Spiel nichts an. Muss man auch, wir gehen das erstmal wieder at home. Ah ne, Fähigkeiten müssen wir das erstmal wieder verteilen. Unempfindlich starke Leber. Was ist das hier? Gegen Gift, okay. Stark wie eine Eiche, 10% mehr Gesundheit. Überlebenskünstler. Längere Nahrungs- und Wasserverlust, okay, das klingt gut. Was nehmen wir? Was noch? Athlet. Nehmen wir auch nochmal mit. So, dann das hier. Romeo. Ich bin der totale Romeo hier. Okay. Und jetzt? Karte und Richtung Heimat. Ist sogar schon fast. Muss man, glaube ich, an die Wiesende vorbei. Wiesend. Hm. Wie stelle ich denn so ein Säckchen her? Warte mal. Hier. Einmal Leder. Brauche ich dafür. Aha. Das liegt ja voll vom Leder hier. Sehe ich von dir Leder? Mal gucken. Oh, voll umgehauen, das Vieh. Geil. Wenn ich jetzt noch sehen würde, wo ich da getroffen habe, das wäre noch geiler. Aber ne, man kann halt im Leben nicht alles haben, ne? So, dreimal Leder haben wir gekriegt. Also können wir es schön vom Leder ziehen. Einfach Säckchen. Ja, das sollen wir ja bauen, ne? Okay, das haben wir. Im ganzen Tal gibt es Händler, die diverse Waren feilbieten, also anbieten. Zögere nicht, deine Nachbarn um Hilfe zu bitten. Sie können dir verraten, wo du diese Händler finden und wo diese unterschiedlichen Tiere kaufen kannst. Dankeschön. War jetzt nicht unbedingt die Information, die ich brauchte, aber Dankeschön. Also, falls ihr gerade fragt, warum ich so langsam laufe. Ich bin voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und darum brauche ich jetzt ein bisschen länger wahrscheinlich. Ruhe. Oh, hier ein Luchs. Und das war ein Specht. Der ist nicht schlecht. Du willst nichts von mir, oder? Ich warne dich. Lauf weiter. Was ist hier?
Ja, das Tier weiß, was gut für ihn ist. So, und jetzt müssen wir so in die Richtung, dann kommen wir auch ins Dorf. Das da hinten ist ja unser Dorf da. Das ist ja ganz in der Nähe von dem anderen Dorf. Okay, also ich brauche 15 mal Dünger, 15 mal Karottensamen, Weizenkorn 15 und Kohlsamen 15. Okay. Aber erstmal muss ich zusehen, dass wir wieder rennen können. Weil wir können überhaupt nicht rennen. Der läuft so langsam. Der Wahnsinn. Kotzt mich ja schon ein bisschen an. La 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 la. La 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 la. So, grüß dich, Tante. Ich schmeiß mal hier was rein, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Oh, Apfel habe ich. Seit wann habe ich denn den? So, 33 mal Fleisch, rein damit. Pelz, kommt auch rein damit. Ja. Damit können wir jetzt wieder rennen. Essen haben wir ja Gott sei Dank jede Menge dabei. Da kommen wir auch ewig damit aus, ne? Wahnsinn. Würde bei mir im Real Life nicht so lange halten. Kann ich mir gleich mal was genehmigen? Bratenes Fleisch. 50% der Zustand. Ja, wir sollten zusehen, dass das gegessen wird. So. Jetzt brauchen wir 15 mal Dünger. 15 mal Karottensamen, 15 Weizenkorn und 15 Kohlsamen. Ich hoffe, die Kohle reicht. Wenn nicht, habe ich mir schon überlegt. Ist auch ein schöner Tipp für euch. Wenn ihr an Geld rankommen müsst, dann verkauft nicht Stock, Stein und so ein Blödsinn, sondern verkauft lieber Werkzeuge oder Waffen. Damit macht ihr am meisten Geld, also bis jetzt am meisten Geld. Bruder, ja. Wo finde ich? Dreh dich mal im Kreis, springe, duck dich, mach einen Schritt nach rechts und frag jemand anderen. Boah, ist die gemein. Die ist ja. Was hat die überhaupt so bei sich? Der Kohl, aber keine Samen. Okay. Ja, dann hau ab. Die war ja gemein. Die mag ich nicht. Was machst du hier? Fall nicht hin, Kind. Du kriegst noch eine gedachtelt von mir. So, du da. Ja, hi. Du hast nur Essen, ne? Also fertig essen. So wie es aussieht, ja. Mach's gut. Ach, warte mal, vielleicht kann ich dich ja fragen, wo finde ich? Bauernhof, Händler, wilde Tiere. Händler für Landwirtschaft. Landwirt. Olnika, Goswoska, Dennika. Oh Gott. Ja, danke, das war alles, was ich wissen wollte. Und die Namen soll man sich jetzt merken, ja? Gustavia, Dolnika. Aha. Ich glaube, Gustava war auch mit dabei, oder? Edwin wird dir helfen. Edwin? Also erstmal hallo Klaus, schön, dass du da bist. Wer ist Edwin? Edwin? Nee, du bist Leopold. Für Tiere zuständig, der wird doch keine Samen haben, ne? Aber hier ist doch immer einer auf dem Feld rumgelaufen. Warte mal. Vielleicht hat der ja was, was ich brauche. Hier irgendwo. Kein Feld. Ja? Sehe ich nichts. Da ist auch eins. Der steht an der Scheune, 100 Meter neben dir. Na, du dumme Gans. Heil. An der Scheune? Also hier hinten ist das denn, ne? Glaube ich.
Ich guck mal, ob ich einen Edwin finde. Nee, du bist immer noch Leopold. Du bist eine Frau. Hat sogar das falsche Geschlecht. Wahnsinn. Händlersymbol, ja. Eimer. Ein Ring. Ja. Also Kuh. Also so ein Kochtopf. Ah, jetzt habe ich hier. Jetzt sehe ich. Ach, du heißt sogar Edwin. Komm, Baby, zeig mir deine Waren. Der hat aber auch nur Dünger, kann ich bei dem abkaufen. Aber sonst hat der Haferkorn. Ah, jetzt stimmt, der hat Samen. Stimmt. Was brauche ich denn für welche? Warte mal, leg mal kurz wohl. Dünger 15. Okay. Komm mal her, ja. Ich brauche Dünger und zwar 15 Mal. Dünger hier. Nee, falsch da. 15. Das wird aber teuer, ne? 112. Oh. Have a good day. Alter, da brauche ich ja richtig Knete. Alter. Ja, warte mal, Digga. Ich muss mal gucken, ob ich dir was verkaufen kann. Bestimmt. Guck mal, so ein Holzspeer, den kannst du ja bestimmt gut gebrauchen. Kann ich mir ja schnell selber basteln dann. Bronzeaxt, nee, die will ich lieber behalten. Hacke, Holzhammer, Holzschaufel, Holzschaufel. Zweimal Holzschaufel. Ungerne, einfach nur ungerne. Fackel, ich habe nichts Dickes, was der... Ein Strohhut, ja komm, verkaufe ich dir. Brauche ich nicht, gebratenes Fleisch. Habe ich denn jetzt gemacht? Eine Fackel verkauft. Ist nicht so schlimm. Ich drücke immer und dann denke ich erst. Sollte ich mir abgewöhnen. Im Laufe der Zeit. Na komm, wir verkaufen das ganze Fleisch. Ich habe hier genug davon. So, jetzt habe ich 190. Schön. So, leb mal kurz wohl. Karottensamen. Und Weizenkorn. Hey, bleib mal stehen. Karottensamen und Weizenkorn. Karottensamen? Ne, das sind Karotten. Und Weizenkorn. Karottensamen, auch 15? Alter. Jetzt muss ich ja ständig über 100 kommen. Ich traue mich gar nicht bei Weizenkorn zu gucken. Weizenkorn. 15 pro Stück. Da wissen wir, was wir bezahlen müssen, ne? Außerdem hat er noch 5. Ach, weil ich ja nur so viel Geld habe. Ja, also, leb mal kurz wohl. Ich muss mal eben, Sachen machen. Also, wie gesagt, wenn ihr Kohle braucht, so wie ich gerade, dann nicht einfach Stöcker und Steine verkaufen. Sondern macht mal gleich Waffen oder Werkzeuge daraus. Und die lassen sich dann viel besser verkaufen. Beziehungsweise ihr bekommt dann viel mehr dafür. Alter, das geht ja richtig in die Kohle. Stock, Stein. Also Stöcker brauche ich jede Menge, Steine auch. Komm. Nimm mit das Ding. So. Die Musik gefällt mir, die ist richtig entspannt irgendwie. Da müsste der Streamer jetzt nochmal die Fresse halten, wa? Macht er aber nicht. So. Falsch. So, und da machen wir gleich mal ein paar schöne Waffen draus. Gleich mehrere davon. Ich glaube zwei, haha. Bevor es nachher noch dunkler wird. Weizenkorn und Kohlsamen. Okay. Andererseits liegt hier so viel Zeug rum, dass man eigentlich keine Geldsorgen haben sollte. Ja, klar. Stock und Steine brauche ich jetzt.
Du meinst jetzt, ich soll das klauen, aber das Geklaute, das kaufen die mir nicht ab. Oder was meinst du damit? Nee, nicht klauen, gefunden. Ach so, natürlich. Ja, das Problem ist nur, wenn ich da was finde, wie du das so schön umschrieben hast, kann ich das nicht verkaufen, weil das gefundene Sachen kaufen die nicht. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt haben wir 3 von den Äxten, 100%. Sollte schon ein bisschen was geben. Ich bin ja handwerklich begabt. Was ein Glück. So, wo ist er denn, der Vogel? Aha, der ist... Wo ist denn der? Ach, du bist das. Hi, komm, zeig mir mal deine Waren. Aber bevor du mir deine Waren zeigst, zeige ich dir mal meine. Ja, 20, ne? 60 Münzen bekommen. So, relativ weit unten, ne? Weizenkorn 5 habe ich, also brauche ich noch 10. Hier kann ich mir aber nur leisten. Hab gestern kurz reingezockt und das erste Mal probiert, insgesamt 4000 Taler durch Finden, wirklich Finden und nicht klauen gemacht. Okay. Respekt. Ich habe auch richtig Geld gefunden, aber irgendwann ist die Kohle weg. Ich weiß jetzt auch nicht, wo man das meiste Geld bekommt. Ne? Ob es da irgendwas gibt, wo man sagt, wenn du davon so 2, 3 verkaufst, hast du keine Geldsorgen mehr. Immer alles ein hier, ne? Alles, also scheißegal was. Ja, haufenweise Stöcker. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Warte mal, wieder falscher Knopf. Zwei Stein, 10 Stock, okay. Holzstamm. Und 4 Steine. Okay. Ja, jetzt wird es wieder sehr dunkel. Und falls ihr Steine sucht, Freunde, am Wasser. Da findet ihr eigentlich immer welche. Hier. Das müssten wir ja eigentlich. Hast du schon mal überlegt, Skyrim zu streamen? Habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Skyrim noch nie gespielt. Ja. Ich hatte viel Glück beim Finden. Eisenschaufel und Ex etc. Der Knaller war ein Versteck mit 3000 Talern. Wahnsinn. Das meiste, was ich gefunden habe an Geld, richtig so Bargeld, waren, wie viel waren das? Ich glaube 250 Dollar, wie auch immer. Jetzt brauche ich jetzt mal wieder hier Steine. Steine, wo sind die Steine? Wo sind meine Steine? So, 2 Steine habe ich jetzt. Hier ist der 3. Kann ich nur empfehlen. Okay, ich weiß gar nicht, worum es in dem Game überhaupt geht. Skyrim. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin wieder völlig überladen hier. Und gleich bin ich noch überladener, weil ich will jetzt erstmal einen Baum. Und baue mir da mal so eine Spitzhacke. Für die müsste ich ja eigentlich mehr kriegen. Komm, kipp um. So. Jetzt noch einen Stein brauche ich. Weil ich brauche ja 4 Steine und nicht 3. Ah. Aha, aha, aha. Aha, ich sehe gar nichts.
Wissen Sie was, Messer brauchen nur 5 Stöcker. Ja, aber Messer hat ja jeder. Ich möchte auch mal ein bisschen ausprobieren, was die Sachen überhaupt so bringen, ne? Was ist hier, hä? Was waren das? Stöckel. Stöcke. F wie Fackel. Ah, hier ist ein Stein, siehst du? Ah. Mensch, Glück muss man haben. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mehr bringt oder das Ding. Ein Stamm und Steine. Ich kann beides machen, komm. Wir machen beides. So. Und jetzt das hier. Wenn du möchtest, kann ich dir das Spiel über Steam führen, damit du es auch mal antesten kannst. Ja, ich schaue mir mal bei Gelegenheit mal so ein Let's Play an und dann gucke ich mal, ob das so meine Sparte ist oder nicht. Ne? Aber Skyrim klingt schon wieder sehr Fantasy-mäßig, dass da Fantasy-Elemente dabei sind, was ja nicht so mein Ding ist, ehrlich gesagt. Und mir ist das eigentlich Lachs, an wen ich das verkaufe. Du kaufst Sachen, das ist super. So, mal gucken. Das hier verkaufe ich dir. 3 Stück. 30 für eine Holzhacke. Okay. Steinaxt. Auch nochmal ein bisschen Geld. Jetzt sind wir hier bei 73. Da sind wir bei 95. Die Schaufel möchte ich ungern verkaufen, weil ich kann keine bauen. So, Holzhacke, komm, die verkaufen wir auch. Können wir alles selber bauen. Bronze-Axt bringt eine ganze Menge, aber die ist auch verdammt gut. Knüppel. 8. Ja, komm. Machen wir. So. Okay, mach's gut. Ja, den Good Day werde ich mal gucken, ob ich den habe. Wenn ich den ganzen Scheiß jetzt endlich zusammen habe, was ich brauche. Badutzi. Olga? Ah, der pennt. Und raus. Der hat so viel Geld von mir gekriegt, das vermisst ihr nicht. Ne? Jetzt könnte ich ja eigentlich, weil ich ja auch 2 Leute habe, die eigentlich nichts zu tun haben, wenn ich mich recht entsinne, könnten die doch Bauern sein, oder? So feldarbeitmäßig. Sollte doch drin sein, oder? Eigentlich so ein bisschen. In meinem Dorf glüht was. Werde ich gleich mal gucken gehen, was es ist. Da glüht was. Achso, da sind das Feuer, ne? In so einem Haus drin, oder? Ach, der passt auf. Guck mal. Geil. Ja, geil. So, jetzt gucken wir mal wegen Verwaltung. Weil 2 haben wir noch keinen Job. So. Arbeitsplatz. Jagdhütte und Brunnen gibt's bloß. Wieso gibt's nur Jagdhütte und Brunnen? Wieso können die nicht einfach... Einen Bauern kannst du noch nicht einstellen, weil du keine Scheune... Ah! Okay. Das ist blöd. Ja, dann warten. Mal schlafen. Ich hoffe, ich schmeiße mich hier auf niemanden drauf. Nicht, dass ich es unter mir quietschen höre. So. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Einen zweiten Jäger geht aber... Ein zweiter Jäger geht. Na gut. Der hat so schön aufgepasst im Dorf. Nehmen wir die. Die kann jagen gehen. Jagdhütte?
Warte mal. Okay. Zuweisung verwalten war das, oder? Ich glaube ja. Auf das Haus. Jagdhütte. Details. Muss ich das auch einstellen? Weiß ich gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Ist ja eigentlich kein Werkzeug. Alter, die brauchen jedes Mal Messer, wa? Kann das sein? Nur Erger hast du mit die. Nur Erger. So, zwei Steine, dann können wir gleich mal ein paar Messer reinlegen. Am besten gleich mehrere. Dann kommen die nicht alle ein paar Mal angelatscht. Stein. Wo sind die Steine? Hier sind keine Steine. Wo sind die Steine hin? Stein. Da ist ein Stein. Stein. Hier ist ein Stein? Nee. Hier ist ein Stein. Ah, nee, ist kein. Doch, nee. Mann, da ist Pflanze. Stein. So. Wir brauchen schon ein paar Messer. Okay. Leon, du bist auch wieder da. Das freut mich. So, können wir gleich mal zwei herstellen. Wieso brauchen die so viel Messer? Sag mal, hat denen keiner beigebracht, vernünftig mit ihrem Werkzeug umzugehen? Oh, ein Pack ist das. Also ehrlich. Ey. Fackel mal hier nicht rum. So, dann hauen wir mal hier zwei Messer rein. Sollte ja erstmal ein bisschen reichen, finde ich. So, dann geht mal jagen. Hopp, hopp. Auf geht's. Kann man, sei froh, dass sie keine Ressourcen oder Eisenpfeile verlangen. Ich bin über alles froh, was die hier nicht verlangen. So, kleines Säckchen. Ungepflügt. So, jetzt muss ich das bestimmt irgendwie... Ach nee, ich bin ja noch dabei gewesen, die Dings hier einzusammeln, ne? Ich kann ja mal bei mir gucken. Guck mal, die zwei Weiber gehen schon mal rein. Töten. Gehen in den Wald, um zu töten. Ja, zu solchen Frauen hat man Vertrauen. Was geht da rein? Ein Säckchen habe ich hier. Pfeil, Fackel kann weg. Bogen, Stein, Messer, Bronze, Axt. Einfaches Säckchen. Säckchen. Ja. Ich versuche hier von allem eins zu haben, damit ich hier nicht allzu viel Zeugs mit mir rumschleppe. Apfel. Ja, den kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Dünger, den brauche ich. Feder. Kann ich verkaufen. Stock kann ich verkaufen. Ja, na denn, auf geht's ins Dorf, ne? Aber du kannst die Produktion anpassen, weil zwei Jäger auch doppelt so viel Fleisch produzieren. Ja, ist ja kein Problem. Was ich am Fleisch nicht brauche, wird verkauft. So einfach ist die Sache. Weißt du? Wäre auch cool, wenn ich so einen fahrenden Händler hätte. Wo man so sagen kann, so, pass mal auf, Digga. Du kommst ja mal alle paar Tage lang und dann verkaufe ich dir Fleisch. Das wäre cool. Bist du mal wieder gerannt? Jetzt bist du wieder voll außer Atem. Armer Junge, der hat bestimmt eine Raucherlunge. Hau doch nicht so drauf, Mensch. Bleib mal geschmeidig. So. Also, die Äpfel, die kannst du haben. Bin ja kein Pferd. So, Federn kannst du auch haben. Zwei Stück. Zwei Federn. Drei Münzen. Versuch das mal bei dir in der Stadt. So, Stöcker. Okay, jetzt darf ich hier nichts verkaufen, was ich ihm abgekauft habe. Weil sonst mache ich miese. Breit. Was? Breitwegerig. Okay. Okay. So, Weizenkorn brauche ich noch 6. Und Kohlsamen 15. Die Klappe, jetzt rede ich.
Weizenkorn 6 und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Karottensamen, glaube ich, war das, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Weizenkorn 5, 6. Jawohl. Ne, Kohlsamen 15, okay. Cool, aber du kannst ja wohl also. So. Also, stellen wir wieder Sachen her. Aber hast recht, Messer ist, glaube ich, besser. Jetzt habe ich vorhin Äste verkauft, das brauche ich sie wieder, ne? Natürlich kannst du auch produzieren, was du willst. Jedoch bringen Federn genauso viel wie gebratenes Fleisch. Und ein Lederbeutel aus Leder. 25 Taler. Okay. Ja, wenn ich nachher so 10 Lederbeutel verkaufe. No? Da habe ich wieder ein bisschen. So. Guck, so ein Messer braucht auch Steine, ne? Circa 2 Steine. Also ich muss jetzt mal haufenweise Steine sammeln, damit ich nachher haufenweise Messer machen kann. Felsen. Nag. Du mich auch, nag. Nag mich nicht voll. Hüpf. Glücklich. Glücklich. So, Steine sammeln. Da sind Steine. Da. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Steine teilweise auch unterschiedlich aussehen, ne? Also es gibt hier solche und dann gibt es hier welche, die sind hell, ein bisschen heller. 5. 6. So. Gleich mehreres herstellen. 3 Messer. Ich mache hier sowieso Millionen, das schwöre ich euch. Irgendwann mache ich hier Millionen. Dann bin ich ein gemachter Mann. Dann lasse ich euch alle hier bei mir im Dorf einziehen. Ihr dürft bei mir dann kostenlos wohnen und bekommt Essen so viel ihr wollt. Also für mich ist das, wäre das ein Grund, da einzuziehen. So. 6. Und träum weiter. Doch, ehrlich. Dauert nicht mehr lange. Ich bin bis jetzt bei fast jedem Spiel Millionär geworden. Also, ne? Jetzt nicht wortwörtlich Millionär, aber so, dass ich mir lange Zeit keine Gedanken machen musste, wegen Geld. Ne? Dass ich mir alles kaufen konnte. Schaffe ich hier bestimmt auch. So, dann stellen wir mal wieder ein paar Messer her. 3 Stück an der Zahl. Pass auf, irgendwann ist es soweit. Dann finde ich eine Schatztruhe. Ich buddel eine Schatztruhe aus und ist da haufenweise Gold drin. Und dann kaufe ich mir erstmal jedes Dorf hier. Weißt du? Dann werde ich auch mal ein bisschen die Technologie hier ein bisschen vorantreiben. Damit das ganze Dorf nachher RGB beleuchtet ist. Falsches Haus. Da muss ich rein. So, dann gib mir mal 5 Millionen für meine Messer. Komm, zeig mir deine Waren. Die sind schlechter Porno, ey. So, 20 pro Messer bekomme ich. 6 Messer habe ich. So, 120 Münzen. So, was war das? Kohlsamen, ne? Bleibst du mal stehen? Hallo, Onkel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich brauche noch Kohlsamen. Hast du Kohlsamen für mich? Komm in mein Dorf, meine Leute. Kohlsamen, Kohl. Hier ist Kohl. Aber wo ist der Kohlsamen? Da ist der Kohlsamen. Oh. 171? Ernsthaft? Ist das dann scheiße? Ah, nee. Ja, 13 kann ich mir leisten. Goodbye. Ja, goodbye. Er bettelt um Schläge, habe ich das Gefühl. So, Stock brauche ich noch 3 und 2 Steine. Dann bin ich aus dem Feiern aus. Dann bin ich aus dem Schneider. 3 Stöcker, 2 Steine.
Ich räume hier die komplette Umgebung auf, ne? So. 2 Stöcke habe ich. Mann, den Stein wollte ich haben. Stock und Stein. Na gut. So, und jetzt? Messer herstellen. Jetzt kann ich mir auch die restlichen 2 Kohlsamen kaufen. 2 Samen muss ich kaufen, ne? Die zählt ja noch so in der Hand nach. Bestimmt. So, wo ist der Spattel hin? Ach, da hinten ist er immer noch. Ich finde, das hat ja was mit Aggressivität bei dem zu tun. Aber ich kann mich auch irren. So, kaufen wir das hier. Für $20. Oder Münzen. Und jetzt hätte ich gerne von dir die Kohlsamen. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Kohlsamen. Hey, 1 kann ich mir noch. Ist das mühselig? Was? Geh weg. Ja, ja, goodbye. Oh. Also doch noch mal ein bisschen sammeln. Habe ich nie aufgepasst, wie teuer die waren, ne? Damit. Egal. So. Gänseblümchen. Nehme ich mit. Bring auch Geld. Aber so langsam wird's. Meine Leute haben keinen Hunger. Kohlsamen kostet 12. Ja, da müsste ich ja dann mit ein Messer auskommen, ne? Also, da krieg ich ja 20 für. So, so. Und wieder zurück. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, fand ich es übelst langweilig. Mittlerweile ist es echt geil. Wollt sie verstecken, wa? Vor mir. Pass mal auf, ich habe hier wieder was für dich. 20 Münzen. Und Kohlsamen jetzt, bitte. Einen brauche ich noch. Ein Kohlsamen. Also, dass ich die nie auf Anhieb finde. Komm, einer. Nee, einer reicht. Einer. Ein. Er hat denn 2. Will ich mich mal nicht so haben. So, grabe das Feld um. Dünge das Feld. Flüge das Feld. Hä? Okay, grabe das Feld um. Mit einem Spaten oder was? Wie soll ich denn umgraben und pflügen? Weiß das einer von euch? Also ich habe Spaten. Was kann ich denn alles herstellen? Vielleicht werde ich ja dann schlauer. Eine Holzhacke habe ich auch. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Du hast einen ganz seltsamen Humor, Klaus. Im Zweifel sagt dir das Spiel, was zu tun ist. Pflügen erforderlich Säckchen mit Dünger. Okay. Hier ist mein Säckchen. Das klingt voll versaut irgendwie, oder? So. Dünger, 5. Nee, 15 Dünger. Okay. Mal gucken, wo das Feld hier anfängt.
könnten wir eigentlich gleich alles nutzen, oder? Im Notfall mache ich noch ein paar hundert Messer. Um eine Reihe lassen wir frei. Machen wir das so, wie ich das zu Hause immer mache. Weil hier zu Hause habe ich ja auch ein kleines Feld. Das Feld, ein Beet. Und da baue ich auch jedes Jahr Sachen an. Dieses Jahr zum Beispiel sehr schön geworden Paprika und Gurke. Nicht gut geworden Tomate. Die sind braun geworden. Sollten sie eigentlich gar nicht. So. Denn da, wo wir jetzt mit Dünger pflügen, was eine seltsame Art ist, aber okay. So, was? Gedüngt. Erforderlich Hacke. Okay. Bogen. Achs. Steinmesser. Okay, also eine Hacke habe ich jetzt nicht. Dabei habe ich aber bei mir drin. Ne? So, Eisenhacke nehmen wir gleich mal. Zack. Alles klar. Falscher Knopf. So, Eisenhacke, die legen wir mal auf die 3. Und los geht's. Ich habe irgendwie Angst. Erforderlich Säckchen mit Samen, okay. Ja, es wird. So ganz auf den Kopf gefallen bin ich auch nicht. Nur ein bisschen. Aber Macke hat, glaube ich, jeder von uns. Eigentlich wollte ich nur Tiere jagen, weißt du? Macht mir immer so ein bisschen am meisten Spaß. So. Jetzt braucht man ein Säckchen mit Samen. Was die mal mit meinen Säckchen wollen? Auf die 4. Legen wir das mal. So. Die 4. Sind da jetzt Samen drin? Nee, da ist Dünger drin. Samen auswählen. Ah, okay. Feld. Ah, hier. Karotte. Cool, das ist ja das, was wir gekauft haben. Ah, da sehen wir sogar, guck mal. Wenn wir jetzt bei Weizen gehen, da sehen wir, wann wir aussäen und wann wir ernten können. Also Weizenkorn im Frühling aussäen und im Herbst ernten. Okay. Leinsamen. Hier auch. Frühling bis Herbst. Kohlsamen. Frühling bis Sommer. Dann nehmen wir noch die. Geht nämlich am schnellsten. So, und jetzt? Da. Geil. Oh, da hat man richtig Bock, so ein ganz großes Feld zu machen, ne? Wenn ein gelbes Kreuz angezeigt wird, dann geht das nicht zu sehen. Zum Beispiel Roggen, der geht nur im Herbst. Ah, okay. Na gut, aber das sieht man ja eigentlich, ne? Wann was gesät werden kann. Die Schuhe sind der Knaller. Made by Aldi-Tüte. Aber na gut, was will man auch großartig verlangen hier, ne? Ich bin nur mal ein armer Bauer, der nur ein kleines Dorf besitzt. So, jetzt haben wir das. Ich habe das Feld um. Umflügen. Ich kann auch hier so nicht lang gehen. Oder muss ich das machen, wenn das hier ein bisschen gewachsen ist? Umgraben. Oder wenn das geerntet ist? Die Kunststofftasche. Ich meine ja auch nicht die Tasche, sondern die Schuhe.
So, grabe das Feld um. Ich kann doch jetzt hier nicht einfach. Und sonst sehe ich ja auch nur Flügen. Erforderlich. Düngen. Und bei Kohl ist es gar nichts. Wo steht das? Grabe das Feld um. Siehst du nicht? Warte mal kurz. Da ist was davor. Dann würdet ihr das auch sehen. Ich schieb das mal kurz zur Seite. Da. Da steht das. Grabe das Feld um. So, schieben wir den Sticker wieder dahin, wo er hin soll. So. Okay, dann machen wir das hier wieder fest. Zack. Außerdem fehlt mir hier sowieso ein Fenster. Nervt mich schon die ganze Zeit. So. Grabe das Feld um. Ich glaube, das ist gemeint, wenn das hier fertig gewachsen ist, ne? Dass man dann umgräbt und dann nochmal neu düngt. Na, bei dir läuft's, ja? Schön. Weitermachen. So, nasse Füße habe ich mir auch schon geholt. Super, super Föhn. Jetzt kann ich mal in die Jagdhütte gucken. Hey, was ist denn hier? Wildes Fummeln oder was? Mach mal Platz. Ich bin hier, um euer Fleisch zu holen. Ach, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin. Leder. Nehme ich auch mit. So, Ladies. Süß sehen sie aus, ne? Leg mal irgendwo ein Eimer ein, fällt an. Vielleicht ist das ein Bug. Okay. Da brauche ich wieder mein Hämmerchen, ne? Habe ich das dabei? Sieht nicht so aus. Oh. Brauche ich das? Ja, brauche ich. Schaufel. Fackel. Holzschale. Tonstein. Hä? Habe ich alle meine Hämmer verkauft? Krass. Müssen wir mal so gucken, was wir brauchen für einen Hammer. Einen Holzstamm. Okay. Danach kannst du das einfach eins mit wieder zerstören. Ist ja nur zum Testen. Ja klar, ist ja kein Problem. Mache ich. Ich laufe hier mit gezücktem Messer durch die Gegend. Da muss das Vertrauen schon sehr groß sein. Baumfeld. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Bei mir trommelt die Musik übelst laut in den Ohren. Das ist ja Wahnsinn. So. So machen wir das mal hier. Nein. Ob hier? Nein. Dann hier. Ja. Hier. Ja. Hier. Blödsinn. So, wo haben wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich plötzlich wieder zwei Holzhammer. Ist der doof? So. So, du kommst auf die 6. 6. Entschuldigung, ist die Musik deutlich leiser als deine Stimme. Also sehr dezent im Hintergrund, okay. Dankeschön für das
ist er schon, ne? Und noch die Hacke. Da ist die Hacke. Ja, grabe das Feld um, ist fertig. So, Verwaltung der Felder. Auf den Seiten der Anbauverwaltung kannst du dir schnell einen Überblick über den Zustand deiner Felder verschaffen. Hier erhalten deine Arbeiter auch Anweisungen, wo bestimmte Pflanzenarten ausgesät werden sollen. Aha, dann gucke ich mir mal die Sauerei mal an hier. Felder? Okay. Wo ist das? Was? Das? Das spielt da unten rum. Oh. Krass. Okay. Also aus Feld. Da unten. Feld. Ja, ich werde es schon schaffen. Okay. So. Ja, reicht wieder. Komm. Mehr muss nicht abgerissen werden. Ist okay. Beruhig dich. Okay, errichte Gebäude, Scheune. Ja, kann ich denn überhaupt bauen? Gebäude? Jetzt rede ich schon genauso, wie das da steht, ne? Ich kann bauen Gebäude. Toll. Jetzt kann ich eine Scheune bauen. Holzschuppen? Brunnen? Kräuterhütte? Nein. Gewinnung? Holzschuppen? Brunnen? Ich doch gerade. Jagdhütte habe ich schon. Landwirtschaft. Scheune 3. Holzstamm 10. Okay, also 10 Holzstämme brauche ich. Oh, heide Witzka. Da werde ich mal alles hier reinschmeißen, was ich nicht brauche. Das brauche ich. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ja, ja. Weil ich möchte nicht wieder. Na gut, ich werde es wahrscheinlich nackig durch die Gegend laufen. Aber das wird die Damenwelt freuen. Komm, 17 Kilo habe ich dabei. Da sollte ich eigentlich ein bisschen an Holzstämmen mitnehmen können. So, hier habe ich ja schon was gefällt. Gefällt mit PF. So. Zwei haben keinen. Ich sehe gerade, zwei haben kein Feuerholz. Das können wir dann auch gleich nochmal. Ich habe, glaube ich, sogar noch welches, ne? Oder? Habe ich noch welches irgendwo zu liegen? 6, 7. 3 Stück noch. Toy Machine, einen wunderschönen guten Tag. Frühabend, wie auch immer. Schön, dass du da bist. So. Jetzt kann ich zwar nicht mehr so ganz schnell laufen, aber ein bisschen, ne? Auch schon was wert. So, jetzt muss ich den Scheiß wieder suchen. Landwirtschaft? Hier, ja. Ah, ich bin sogar richtig. Wahnsinn. Ich werd narrisch. So, ich habe mir überlegt, dass eine Seite sogar Produktionsgebäude hinkommen und die andere Seite Wohnhäuser. So. Aber spätestens jetzt brauche ich. Scheune war doch richtig, ne? So eine Scheune. Ja. Jetzt spätestens jetzt brauche ich wieder mein Hammer. Ja, ich weiß, ihr wollt Holz. Brennholz. Ich besorge welches. Moment. Schön, wie der so fällt. Bleib doch mal hier. Mann. Ich muss dem Holz nachjagen muss. Okay, das sollte ausreichen. Bestätigen. Kaum
haben die irgendetwas nicht, wollen sie schon wieder nicht arbeiten, ne? Die faulen Schweine. Wie ich das liebe. So, 16 Mal Brennholz. Mal gucken, wo es jetzt wo jemand was etwas nicht hat. Hier fehlt Brennholz. So. Sollte reichen, oder? War das falsche Haus, glaube ich. Ach. Ein Hüngerchen plagt mich. Bearbeitet von 8 bis 18 Uhr. Das hat nichts mit deren Bedürfnissen zu tun. Hä? Nee, aber da oben ist ja, dass sie Brennholz brauchen. Und darum... Ach so, du meinst, deswegen im Rumstehen. Von 8 bis 18 Uhr, haben wir schon nach 18 Uhr? Sind trotzdem faule Schweine in meinen Augen. Wenn ich das möchte, dann ist das so. So. Aber da hat trotzdem Holz gefehlt. Von daher. Also die haben wahrscheinlich das letzte Feuerholz gerade in den Ofen geschmissen und haben noch nicht Bescheid gesagt, dass denen das Holz fehlt. Die sind nicht faul, die sind eben suboptimal eingesetzt. Ja, gut, meinetwegen auch so. Guck mal, hier fehlt nämlich auch Brennholz. Fressen haben sie zwar jede Menge. Also was heißt jede Menge? Es reicht für die aus. So, jetzt erst mal, Mensch. Hier, Holzhammer. Nehmen wir gleich mal den angeschlagenen. Muss ich wieder neu sortieren, wa? Holzhammer. Auf die 1. So, mal gucken, was ich jetzt hier wieder brauche. Oder was ich schon vielleicht schon habe. Oh, Stöcke habe ich jede Menge. La 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 la. Ich brauche Baumstämme. Eindeutig. Stocke Duster schon wieder hier. Ja, der Magen knurrt, ich weiß, ich kenne das Gefühl. Da kommt mal um. Will er nicht. Aber jetzt. Naja. Der Wille war da. So. Da muss ich mich nachher auch mal dran machen und die Baumstämme ausgraben, weil dafür kriege ich auch noch einen Baumstamm. Alle Messias haben verschiedene Kenntnisse in den 6 Arbeitsbereichen. Am Anfang ist 3 das Beste und 1 das Schlechteste. Später lernen sie dazu und werden besser. Deine beiden Jägerinnen haben Level 1 in der Jagd. Ah, okay. Was du nicht alles weißt, ey, Wahnsinn. Holzstamm. Oh, verdammt viele Holzstämme, habe ich das Gefühl. Und vor allem brauche ich was zu essen. Und ich bin schmutzig. Und überhaupt. So, Fleisch. Habe ich auch gebratenes Fleisch da irgendwo? Ne, hier muss ich gucken. Falsche Liste. Fleisch. Verdorbenes. Das ist verdorbenes Fleisch habe ich hier schon mal. Aber ich glaube, Braten steht da nicht dran. Ne? Dann muss ich mir das Fleisch hier nehmen. Mal gucken. Nehmen wir mal die Hälfte. So. Ah ja, eine Fackel brauche ich auch wieder. So. Dann machen wir uns halt mal lecker Fleisch, ne? Süß, wie der Magen knurrt. Ich finde das niedlich.
So, dann braten wir mal. Erstmal schön braten. Aber Klaus, jetzt sag mal ehrlich, du spielst das doch eigentlich schon länger, oder? Weil du gibst mir mittlerweile so viele Tipps. Du kennst dich in dem Game so gut aus. Kann ja nicht abnehmen, dass du nur ein paar Stunden bis jetzt gespielt hast. So, jetzt essen wir erstmal was. Bevor mir hier der Magen sich komplett umdreht. So. Und jetzt kommt das restliche Fleisch dran. Muss ja auch noch irgendwann gemacht werden. Ist ja bloß noch 40 Stück. Also, geht ja. Läuft. Ich denke mal, es wird auch irgendwann bessere Messer geben, ne? Ich spiele seit einem Jahr, habe mit jedem Patch neu angefangen, um die Erneuerungen zu testen. Und jetzt habe ich die 1.0 erst 3 Stunden. Ach so, aber du kennst dich im Prinzip? Kennst du das Spiel eigentlich verdammt gut? Warum ja? Ich konnte irgendwie nicht abnehmen, dass du das Spiel erst seit 3 Stunden spielst. Ich habe es ja gestern 3 Stunden angespielt. Also ich habe es vorher schon mal gespielt. Aber das ist erstens sehr lange her. Und zweitens habe ich das nicht wirklich so mit Hingabe gespielt. Aber insgesamt 300 bis 350 Stunden darin. Ja, da bist du bei dem Game hier genauso wie ich bei The Forest. Da habe ich knapp über 500 Stunden. Ne? Das dauert aber auch ewig, ne? Wahnsinn. Ich denke mal, es gibt irgendwann Messer, wo man nicht allzu viele braucht, ne? Wenn man da jetzt so 2 Messer reinballert, dass es dann so für 1-2 Jahreszeiten ausreicht. Hoffe ich doch zumindest. Na, mal schauen. Aber ich habe bei Weitem nicht alles ausprobiert. Okay, also ist das Spiel so komplex, dass man wirklich ewig braucht, um alles auszuprobieren? Wahnsinn. So, erstmal schön satt essen. Und den Rest verteile ich dann an die verschiedenen Häuser. So, zuerst gehe ich nach Slytherin. So, Slytherin bekommt auch was. So, die Hälfte. 10 sind dann 20. 11 sind 22. Sagen wir mal so. So, und jetzt nach Gryffindor. Die bekommen auch noch was. Bin ja kein Unmensch. Obwohl die noch recht viel haben. Aber egal. Was soll ich sonst damit anfangen? So. Alles klar. Die schlafen. Alter. Ich habe mich gerade übelst erschrocken vor dem Typen. So, dann kann ich ja hier das restliche Fleisch für mich machen, ne? Sind ja bloß noch 8 Stück. Und die sind da ja auch schnell gegessen. Naja, eigentlich nicht. Es sind eher die Beschränkungen, die man sich selbst auferlegt. Okay, was für Beschränkungen denn? Ich meine, man hat ja hier eigentlich ziemlich viel Auswahl, ne? Also entweder du machst hier bauermäßig. Oder du machst hier Jäger arbeiten oder du machst hier Förster arbeiten. Oder muss man sich irgendwann wirklich festlegen? Das wäre ja blöd. Hui. Neues Level, Herstellung. Voll. So, dann springe ich mal in den Fluss. Erstens, um mich zu waschen. Weil ich glaube, man könnte davon auch krank werden, kann ich mir gut vorstellen. So. Ach ja, ich wollte ja noch mal kurz zu mir nach Hause, um so eine Schaufel zu holen, dass ich die Baumstämme ausbuddeln kann. Holzschaufel. Nehmen wir mit. So, wo ist er? Hier ist die Holzschaufel, okay.
Ja, Schaufel mache ich auf die 3. So, jetzt kann ich ja. Weil bei jedes Mal, wenn ich die Dinger hier ausbuddel. Erforderlich Schaufel, ja, habe ich doch. Die 3 bitte. Ach, jetzt geht's. Wollte vorhin nicht. Okay. So, das kommt auch noch mit, wenn ich schon mal hier bin. Weil irgendwie macht das mit dem Feld da Spaß. Also, das kann ich mir vorstellen, könnte man öfter oder länger machen. So richtig viel von dem Zeug anbauen und dann auch richtig viel verkaufen. Mal schauen. So, hier ist der Holzhammer. Holzhammer vom Kopf. Du hast viel Auswahl durch das Spiel. Und du als Spieler überlegst dir deinen Spielstil. Zum Beispiel, ich will machen, haben. Oder ich will keine Tiere töten. Oder ich will schnellstmöglich Millionär sein. Oder ich will Schmied. Einfache Hütte im Gebirge leben. Oder. Ach so, du meinst so eigene Quests überlegen. Okay. Ja gut, das kenne ich. Von The Forest. Da habe ich auch im Schneegebiet mal gebaut. Dann mal nur auf Bäumen. Dann mal ein Riesenhaus. Dann mal ein ganz kleines Haus. Ja klar, ne, da kommt ja einiges zusammen. Holzstamm. So, und wenn die Leute hier aufwachen, möchte ich gerne, dass das Haus hier fertig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich wieder Ried brauche für hier. Das Ding hat kein Dach. Doch, hier. Ja, da brauche ich wieder Ried. Rieddach. Na gut. Also Axt und los geht's. Bäume fällen. Habe ich auch schon mal schneller gesehen. Du sollst keine Bären sammeln, sondern den Baum, die Baumstämme, Mann, du Idiot. Und so wird hier nach und nach alles ein bisschen freigelegt, wo man später seine Felder zum Beispiel machen kann. Also wirklich große Felder bauen kann. Oder machen kann dann nächstes Jahr. Ich glaube, das wird spaßig. Ich brauche ja verdammt viele Baumstümpfe. 8 Stück habe ich schon dabei. Jetzt wird schwer. Bei 10 Stück wird schwer, okay. Aber damit komme ich klar, weil 10 Stück ist schon eine Hausnummer. Jetzt springe ich schon wieder, du bist schmutzig. Ah, du Schmutzteufel. Ein schmutziger Purche. Aha. Wusste ich's doch. So. Holzstamm. Das Ried hole ich dann. Also da ist ja schon Stroh. So, hier ist noch ein Holzstamm. Ich brauche eine Menge Stroh, glaube ich. Richtig viel Stroh. Aber gut, dass der Tag jetzt hier an. Warte mal. Ah gut, hat 2 Wege. Sehr gut. Ich dachte schon, ich muss jetzt jedes Mal da rumlaufen. So, und falls ihr gerade nichts seht, ist das nicht schlimm. Ich sehe nämlich auch nichts. Also nicht so wirklich, wenn ich hier durch den Wald latsche. Ich muss jetzt nämlich Ried sammeln und das ist da hinten hinter der Brücke. Ja, mach Pause, genau. Ich könnte mal durch den Fluss laufen, weil ich bin sowieso schmutzig. Wenn das mal so einfach gehen würde, ne? Spazieren gehen, durch den Fluss laufen. Ganz ohne frieren oder krank zu werden. Das wäre super. So, fangen wir gleich mal hier vorne an. Weil das wächst hier so schön.
allem keine Tiere töten. Ohne Tiere töten wäre ich jetzt am Anfang, hätte ich hier nicht überlebt. Tiere waren ja meine Rettung. 15, das reicht für zweimal. Ich glaube, da brauche ich noch einiges mehr. Überall Wasser. Gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Doch wir haben nichts zu trinken. Du hast dich in diesem Spiel für den Moment dafür entschieden, kein großer Bauer zu sein. Du hättest genauso gut in der Gegend gehen können, wo hier, was, wo 4? 16 mal 16 Felder gar kein Problem wären. Ja, erstmal, das ist ja so ein, ich probiere mich ja erstmal aus hier, ne? So die Möglichkeiten, also was habe ich für Möglichkeiten, was passiert, wenn und so. Da probiere ich mich immer aus. Wenn ich dann irgendwann mal sage, so, jetzt fühle ich mich sicher in dem Spiel, dann kann es locker mal passieren, dass ich jetzt 2-3 Tage durch die Gegend laufe, um einfach zu gucken, wo ist der richtige Platz für mich. Ja. So, ich habe 60 Marit gesammelt. Ich glaube, das reicht erstmal. In Anbetracht dessen, dass ich hier 8-mal pro Dachseite brauche, sollte das kein Problem sein. Da vorne sehe ich schon das Feuerchen. Das heißt, das Dorf ist da ganz in der Nähe. Ja, und der kann schon wieder nicht. Verbessert sich die Ausdauer? Ah ja, doch, stimmt. Mit den komischen Punkten kann ich ja meine Ausdauer verbessern, ne? Ja, ich werde ja irgendwann Marathonläufer. Da habe ich dann meine 500 Kilometer am Tag zusammen und dann läuft das. Wieso passt der eigentlich auf? Gibt es hier Leute, die ja was Böses wollen oder was? Oh, what? Kann ich hier in der Scheune eigentlich auch Leute anstellen? Das sollte eine Wertung von mir sein. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Nö, das ist ja auch alles in Ordnung. Ich sage ja gar nichts. Wie gesagt, ich habe ja auch nur gesagt, warum ich das tue, ne? Weil ich finde, jeder sollte im Leben auch mal begründen können, warum er das tut, was er tut. Und meine Begründung ist, ich probiere mich ja erstmal noch aus. Ne? Also ich gucke, wie schnell ist der Aufstieg hier. In diesem Spiel sehr langsam, wie ich das Gefühl habe. So, das Dach ist fertig hier soweit. Dann, wie ist das mit den Ressourcen? Dauert es lange, Ressourcen zu sammeln oder nicht? Eindruck, nein. Bis jetzt? Dunkel. Und gibt es Gegner? Eindruck, ja. Bis jetzt nur wilde Tiere. Aber ich habe auch mal gelesen, dass es ja irgendwelche Banden gibt, die hier mal in die Dörfer einfallen könnten. So, Scheune ist fertig. Guter Vorrat ist teuer. Okay. Errichte Gebäude, Materiallage. Errichte Gebäude, Holzschuppen. Errichte Gebäude, Nahrungsmittellager. Errichte Gebäude, Werkstatt. Alter, so viele Leute wohnen hier gar nicht. Ja, da guckst du, ne? Das Haus hier ist neu. Interessiert ihm gar nicht, den Idioten. Da baue ich die ganze Nacht durch und dem interessiert das nicht mal. Jo, Dennis, moin, mein Kleiner. Gut, dass du da, oder schön, dass du da bist. Weil gut, dass du da bist, da erwarten immer die Leute, dass man was vorhat. So, hey, geh mal weg. Mensch, ich bin der Landvogt, nicht du. So, Materiallager. Lager, hier. Was kann ich denn hier, das Materiallager? Habe ich das nicht schon? Nee, ich habe Schuppen. Holzschuppen habe ich. Das Ding hier, Nahrungsmittellager. Das möchte ich bauen. Da brauche ich aber noch Holz. Da brauche ich noch Holzbuddelhütte. Dennis, mir geht's gut. Also bis jetzt. Wie viel Zeit hast du noch im Frühling? Ich bin schon über der Hälfte drüber. Also wird bald der Sommer kommen.
Die Musik ist auch schon so hektisch, ne? Ich glaube, ich brauche 6 Holzstämme dafür. Ich habe mir überlegt, so hier so die Stätten zu bauen, ne? Was man so braucht. Und hier die Wohnhäuser. Da hat man das so ein bisschen geordnet. Wege, Dekoration, Gebäude, Lager. 8 Baumstämme brauche ich, keine 6. Da waren noch irgendwo welche. Ah, ist blöd, das Dunkle ist, das sieht man so wenig. So, jetzt habe ich aber 8 Baumstämme. So, jetzt aber fix. So. Ist vorbestellt. Cool, freut mich. Ich habe es auch schon lange vorbestellt. Schon ganz lange. So. Natürlich auch ein bisschen Platz lassen zwischen die Häuser hier. So, jetzt muss ich wieder bauen. Ey. Wahnsinn. So, was habe ich denn alles noch? Okay, ich brauche Stöcker und Holzstämme, ne? So wie immer. So, die Stöcker sammle ich immer weg, damit hier mal ein bisschen Platz herkommt. Schadet nicht, noch ein paar Samen in die Erde zu bringen. Nur noch im Frühjahr angebaut werden können. Stimmt, da hast du eigentlich recht. Ich muss ja nicht nur das anbauen, was war, sondern also was ich musste. Sondern ich kann ja auch andere Sachen noch. Was brauche ich? Ich habe doch hier mein Section. Nehme ich mal mit. Nehme einfach alle Samen mit, die ich habe. Und dann kann ich ja mal gucken. Oh ja, Haferkorn nehme ich mal mit. Da weiß ich nicht, wann das in die Erde muss, aber ich werde es dann sehen. Manuskraut, Tränke, Schuhe. Sind, glaube ich, die einzigen, oder? Einfaches Säckchen. Weiß ich nicht, ob ich da noch drin habe. Ich glaube, das sind die einzigen, die ich habe. Dafür brauchst du aber noch Dünger. Achso. Ne, dann lasse ich es. Komm. Ach, guck mal, hier habe ich ja die ganzen Dinger hier noch, ne? Habe ich noch Dinger? Dinger habe ich keinen mehr. Ja, komm, lassen wir erstmal. Ist ja erstmal nur so, ne? Provisorisch, beziehungsweise zum Probieren. Ne? Ob es was wird und so. So für mich selbst. Ich mache jetzt erstmal mit den Gebäude weiter. Hier zwischen werde ich im Laufe der Zeit noch Wege bauen. Dass das hier auch ein bisschen, ja, sympathischer ist, ne? Wenn hier überall Wege sind, dann ist das irgendwie echter und kommt sympathischer rüber. 32 Stöcke habe ich bis jetzt. Nee, das war eine Meuchel. So, 42 Stöcke reicht erstmal, glaube ich. So, jetzt die feine Axt. Und dann lasset die Bäume fallen. So. Zack, mitnehmen. Um die Baumstämme kümmere ich mich nachher. Aber ich muss sagen, die Bronze-Axt, die hält echt lange durch, ne? Das ist Wahnsinn. Ich hätte in der Zwischenzeit schon mindestens 3-4 Mal Äxte bauen müssen. Hoppala. Bleib mal hier. So. Hier ist noch was. Du trägst so viel. Ah, das wollen wir doch mal sehen. Zack. La la di. Zack. Zack. So, gehen wir schon mal rein. Ach, jetzt brauchen wir wieder einen Holzhammer. Nichts steht kaputt, ne?
Nur der Holzhammer. So. Ich denke mal, irgendwann kann ich auch bessere. Die Mehrzahl von Hammer Hammer? Ich glaube ja. Also, falls nicht, dann ist es das jetzt. Ich glaube, ich kann irgendwann bessere Hämmer bauen. Schätze ich mal. Weil das wäre ja blöd, wenn du jedes Mal einen neuen Hammer bauen musst. Mich persönlich würde das stören, ganz ehrlich gesagt. Weiter, immer weiter. Da bauen wir mal noch die paar Stöcker, die wir hier haben. Die Holzstämme können wir ja später einsetzen. Guck mal, zwei Wände kriegen wir nachher schon fertig. Alle Zeitersparnis. Wir haben keine Zeit hier. So. Weiter Bäume fällen. Fichte. Jetzt mache ich die Fichte zunichte. Die hat aber nicht viel. Drei Stück hat die Fichte. Naja, gut. Man kann ja im Leben nicht alles haben, ne? Man kann ja nicht immer reich beschenkt werden. Geht ja nicht. Ich höre doch hier was. Irgendwas quietscht hier. Oh. Keine Ahnung. Kommen falschen um. Dankeschön. Sehr liebensgewürzig. So, 7 habe ich schon. 8 habe ich. So, 9. Ich denke mal, damit werde ich jetzt eine Weile auskommen. Hoffentlich. Super, da falscher Knopf. So. So, jetzt muss ich nur noch ums Dach. Ah ne, hier drin auch noch. Oh, da brauche ich eine Menge Stämme. Oh, sieht ja schon ganz hübsch aus. Stroh habe ich sogar auch noch ein bisschen. Wird zwar nicht komplett reichen, aber ein bisschen habe ich. So. Holzstamm. Guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel die ganzen Stämme, die ich hier abgesäbelt habe, kann ich jetzt hier ausbuddeln. Dann habe ich wieder Holzstämme dabei. Und wir haben wieder Platz. Schön. Ui. Neues Level, Gewinnung. Okay. Also ich finde, wo ich das Game zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich viel wilder gebaut. Ne, da musste man, das sah ja aus, also, nee. So, Holzstamm, ja, ich brauche noch jede Menge Holzstämme, habe ich das Gefühl. Also, Holzstämme herstellen. Chef, ich habe einen Holzstamm ins Gesicht gekriegt. Mach das mal auf Arbeit. Das glaubt dir kein Mensch. Vielleicht baue ich hier irgendwann mal Äste. Nehme ich mal gleich mit. Wenn ich schon mal hier bin. So, 5 Baumstämme habe ich. Ich glaube, die reichen nicht. So. Will er nicht. Jetzt? Auch nicht. Aber jetzt. Jetzt fallen die Einzelteile des Baumes runter. So, 9. Können wir ruhig ein bisschen mehr nehmen. Weil erstens können wir da ruhig langsam hinlaufen. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit.
Und zweitens brauchen wir da so viel an Baumstämme. Das ist der Wahnsinn. Also ehrlich. So, Holzhammer. Ja. Sieht schon fast ein bisschen aus wie ein Dorf, finde ich. Ein bisschen zumindest. So. Ah, jetzt fehlt es an Stroh. Aber ich verbaue erstmal alles, was ich hier jetzt habe. So. Jetzt brauchen wir da wieder Stroh. So. Ich glaube, ich muss hinten weitermachen. Sonst komme ich da nicht dran. So, hier brauchen wir Stroh. Okay. Und hier. Zwei Baum. Der Wahnsinn! Was ich an Baumstämme verbrauche. Wenn Kreta das sehen würde. Auwei, auwei, auwei. Komm, weiter, 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 weiter. Baumfeld! Aber zum Schluss schön leise. So. Ja, das reicht. Ja, komm. Ein noch. So. Ein bisschen unglaubwürdig mit dem einmal reinschippen und dann ist das Ding weg. Weil jeder, der schon mal einen Baumstamm ausgegraben hat, der weiß, wie lange man da dran machen muss. So. So. Jetzt brauche ich nur noch 8. 16, 19 mal Stroh, ne? Und Greta würde das gar nicht stören. Du kriegst das Holz ja nicht aus Argentinien ein. Ja gut. Obwohl, du weißt nicht, woher die Bäume kommen, ne? Das ist ja so ein Ding. Die ist doch so umweltaktivistisch so, ne? Und, ich glaube, die meckert über jeden Baum, der fallen muss. Ja, ruh dich mal ein bisschen aus. Bist ja wieder ein paar Meter gelaufen. So, eine faule Socke. So, jetzt aber wieder hier. Hopp, hopp. Erst geben. Wir haben viel vor. Und wenig Zeit. So. Ich glaube, mit 20 Mal komme ich aus. Ich habe es nicht genau im Kopf, was ich mir da ausgerechnet habe, aber so ungefähr 20, glaube ich, waren es. 13, 15, 16, 17, 19. Okay, und zurück. Aber so Mittelalter-Spiele finde ich generell geil. Ne? Da kann man sagen, was man will. Aber so Mittelalter hat es einfach irgendwie, finde ich. Da hatte noch jeder so seine ehrliche Arbeit. Da war nicht überall Chemie drin. Frauen waren fast immer treu. Gut, wenn der Bauersbursche gerade so gut aussah, dann war es das mit der Treue, aber ansonsten. So, dann bauen wir mal das Dach hier noch fertig. Sollte ja jetzt reichen eigentlich. Obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht reicht. Doch, reicht. Ja, reicht. Puh, Glück gehabt. Bau abgeschlossen. Nahrungslager. Toll. Hey. Sieht cool aus. So, Freunde, wisst ihr was? Wir machen mal für heute Feierabend. Morgen bin ich dann wieder für euch da. 15 Uhr. Ne, wer möchte, kann gerne pünktlich sein.
Ich speichere nochmal ab. Das Mittelalter war das Internet noch nicht mit Werbung verseucht. Ja, das stimmt. Vor allem im Mittelalter war das Internet, ne? Hm. Freunde, ich verabschiede mich von euch. Es war mir eine Ehre für euch, heute spielen gedurft zu haben. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei Klaus Tieder, der mir so geholfen hat. Das war der Wahnsinn, Freunde, ehrlich. Ne? Wer noch nicht hat, kann gerne ein Follow da lassen. Ist ja kostenlos für euch. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. 15 Uhr bin ich wieder da. Spätestens 15 Uhr. Und ja, macht euch noch einen schönen Abend, Freunde.